Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Gaming. Ich beginne den Podcast 299 damit, dass meine Webcam eingefroren ist und es sieht so dämlich aus. Hallöchen und schön, dass ihr da seid. Ich fix ja das mal einmal nebenbei. Ja, ich konnte nichts mehr dagegen tun. Es lief schon alles. Es war too late. Uno momento. Können wir nochmal von vorne anfangen? Nein, wir fangen nicht von vorne an. Das ist der Guild News Podcast Nummer 299. Es wird heute alles, glaube ich, ein bisschen anders und ein bisschen chaotischer. Es ist warm, es ist schön draußen. Es ist vor allem ein Podcast mit gar nicht so vielen Themen. Das heißt, im Fokus dieser Ausgabe stehen wir und ihr. Nicht unbedingt die News, die wir vorbereitet haben. Das heißt, wenn ihr Lust habt, uns nachher mit Fragen zu löchern oder mit uns über Themen zu diskutieren, kommende Episoden, alter Content, was vermisst ihr, was war toll, was war scheiße, warum weigert sich Sky in eine Kamera zu kommen? Keine Ahnung, ihr könnt nachher fragen und lustig sein, wie ihr möchtet. Nur den fetten Pickel auf meiner Stirn nicht sehen will ich nicht. Das ist der Guild News Podcast 299. Es ist die Ruhe vor dem großen Sturm in der nächsten Woche. Vielleicht gibt's einen großen Sturm in der nächsten Woche. Das hängt ganz davon ab, wie die nächste Woche so läuft. Ich bedanke mich zuallererst bei Imegamani für den Resub im 33. und bei Sakulu für den Resub im 24. Monat. Ist schön, dass ihr zwei Hübschen wieder da seid. Schön auch, dass die ganzen anderen da sind. Die Mirola, Mirilines, Bargisse, Pivos, die Resubben, die Oris und alle anderen. Und ich freue mich auch, dass zwei Leute heute mit mir im Podcast sitzen. Eine davon ist die liebe Kati. Hi. Ja. Ich bin glücklich. Gut. Bräuchten so einen Grillenzirpen. Ja. Das hat mich kaputt gemacht. Der BDO-Stream hat mich kaputt gemacht. Das war großartig, oder? Das war ein Insider. Das war ein Insider, ja. Hast du es nicht mitbekommen? Wann war das? Dienstag? Dienstag. Ja, das ist dann, wenn ich arbeite, Alex. Stell dir mal vor. Ich hab einen Job, ich muss arbeiten. Kenn ich nicht. Nein. Also, Twitch hat ein neues lustiges Feature. Das heißt das schwarze Brett. Und beim schwarzen Brett bieten die quasi das an, was du sonst nur bekommst, wenn du total krass pornöse Connections in die Gaming-Welt hast. Nämlich so Auftragsarbeiten. Du weißt schon, wo so ein Ninja, also der Streamer Ninja, eine Million von EA bekommt, um ein Spiel zu spielen. Sowas macht Twitch jetzt auch in Kooperation mit den Publishern. Und so gab es ein Angebot für ein paar Dollar Black Desert für eine Stunde zu spielen. Und da habe ich gesagt, ja klar, super Idee. Subzahlen sind niedrig, ich bin sowieso nur geldgeil, also streame ich jetzt Black Desert. Ich habe vorher gefragt, ob ich das machen darf. Alle haben gesagt, ja klar, mach. Und es gab so ein Problem bei Black Desert. Also neben dem Quest-Design waren die Quest-Mobs. Dass es das Spiel noch gibt, oder? Das Problem. Nee, die Quest-Mobs waren das Problem. Die haben in etwa so geklungen wie Kati. Magst du das nochmal kurz machen, Kati? Aber dann halt 50 Mal. Genau. Das ist die deutsche Synchro. Das ist ja. Die. Ja, es ist die rein deutsche Synchro. Ja. Im Englischen klingt die viel besser. Nein. Dankeschön, Kira Luna. Auch immer so, die deutsche Synchro muss schlechter sein als die englische. Nein, das stimmt nicht. Blizzard hat eigentlich gute Arbeit gemacht. Ihr merkt schon, das wird kein normaler Podcast. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, den allgemeinen Umständen geschuldet. Aber das ist okay. Der Summer Special Dragon Bash Podcast. Summer Festival Podcast. Ne? Das musst geil. Du nur so verkaufen, dann klingt das super. Wir bashen die Seriosität. Oh. Seriosität. Hey, klau mir nicht meinen Job im Podcast. Seriosität. Das hast du eh verloren mit deinem. Ich muss sagen, mir gefällt das Original von Kati besser, Sky. Du musst so ein bisschen trainieren, bevor du das. Ich wollte mich nicht ganz blamieren, weil ich bin clever. Wow. Naja, wir sind clever. Stell mal vor, was los wäre, wenn ich jetzt eine Kamera gehabt hätte, wie das ausgesehen hätte. Ja, das, der Gesichtsausdruck wäre bestimmt super gewesen. Bei bestimmten Subzahlen und mehr Donation kriegt Kati eine Kamera und dann sind sie mit Kamera. Und die Frauenquote erfüllen, weil Alex alleine reicht nicht aus. Gib mir mal so viel Mühe, ne?
weiblich zu sein, aber es hat nie funktioniert. Du musst deine Haare länger wachsen lassen. Mehr Brüste. Man sieht das übrigens nicht, meine Haare sind frisch geschnitten. Frisch geschnitten sind sie erst, wenn sie aussehen wie beim Fußtivel 2018. Sahen die denn beim Fußtivel 2018 aus? Da hast du rumgejammert, weil du am Abend vorher da warst und die so raspelkurz geschnitten hast. Oh, stimmt, ja, das war fürchterlich, das will ich nie wieder. Ich habe jetzt Murat, meinem Friseur des Vertrauens, gesagt, mach 2,5 cm. Also nicht insgesamt Länge, sondern ab. Und das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Das ist meine aktuelle Länge, 2 cm. Mit den Haaren. In den Haaren, gut, dass du das ergänzt hast. Ja, das andere ist kleiner. Niveau Limbo! Steigen wir vielleicht mit was Schönem ein. Und zwar was, bei dem sich Kati sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben hat. Und ich vermute mal auch der Rest des Event-Teams. Beginnen wir mit dem, was euch die nächsten Wochen und, ja, man kann schon Monate sagen, weil es für Juli und August ausgelegt ist, bei Missionen und rundherum Gate-News erwartet. Genau, quasi gleich in 17 Minuten startet schon das nächste Event, denn wir haben vom Event-Team aus einen Plan auf die Beine gestellt für euch, weil wir immer wieder gefragt wurden, na, hier Vision bauen und das ist ja so viel und Istan ist ja auch, ne, und Kona ist ja noch viel schlimmer und so, und deswegen haben wir gesagt, gut, wir machen Folgendes, wir bauen mit euch zusammen Vision. Wir hatten jetzt am Dienstag schon die zweite Veranstaltung streng genommen, wo ich die Leute dann mal so ein bisschen ins Traden eingeführt habe und wie man am besten an die ganzen Sachen kommt, an die Materialien, die man braucht. Und genau, werden mit euch von der Pike auf alles zusammen machen. Der liebe Sputti beteiligt sich auch mit Streams an den Dienstagen. Hilft dann dabei, übernimmt dann so ein paar Parts, falls noch ein paar Nachzügler sind, Materialien gefarmt werden müssen und solche Sachen. Und wir werden auch in jeder Woche die Story-Erfolge mit durchmachen, die ihr halt für den Meta-Erfolg von der jeweiligen Karte braucht. Und heute Abend gleich um 19.30 Uhr hat der gute Matze schon seinen ersten Termin und wird die Story-Erfolge in der Domäne Istan mit euch abschließen. Das heißt, einfach reinkommen. Gestern Abend war auch schon eine schöne Truppe. Dann sind wir dann nachher mit dem Squad noch die Sachen abgelaufen, hab so ein bisschen was gezeigt und beteiligt vorgestern. Euch da dran. Vorgestern, Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen raus im Moment. Das heißt, du hast mir die Leute vom Livestream gucken geklaut. Ich habe mich schon gewundert. Ja, stimmt, du bist da nicht im TS, ne? Du, wenn du alleine bist, dann... Nee, wenn ich alleine bin, dann nicht dann alleine. Dann siehst du es nicht. Ja. Hätte ich das tatsächlich bemerkt. Und jetzt klaut uns Matze gleich auch nur 2-3 Leute. Aber das ist okay. Den ganzen Podcast gibt es ja später schließlich auch auf YouTube und auf iTunes und auf Spotify. Das Event hingegen gibt es nur einmal live. Also schaut um 19.30 Uhr vorbei, wenn ihr den ein oder anderen Erfolg rund um die Domäne Istan, beziehungsweise den Erfolg der Episode Tagesanbruch abschließen möchtet. Genau. Samstag war... Ja, nee, Tank hat Rechte. Ich musste das nochmal nachträglich ändern. Ich bin mit den ganzen Terminen dann nachher ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich, ihr seht ja, dieses Ding ist länger als manch einer kompletter Episoden-Guide. Also das war wirklich eine Mammutaufgabe, das ganze Ding zu stemmen. Und da ist mir dann ein kleiner Datumsdreher reingekommen. Entschuldigung, Tank, aber... Ich versuche die sonst auch mit dir nachzuholen, wenn du da nicht kannst. Ja, also das heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, so von der Idee her ist immer was montags nach der Gildenmission. Ja. Meistens ist was dienstags. Immer ist was dienstags? Nee, das wechselt immer so ein bisschen. Je nachdem, wie wir können, weil wir alle auch berufstätig sind und Matze hat dann ja auch noch Wechselschicht. Einmal hatte dann halt auch seine Nachtschichtwoche und da übernehme ich dann zum Beispiel die Story-Erfolge. Aber... Es ist immer was dienstags um 19.30 Uhr. Ja, okay. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr. Ich habe nachher einfach nur noch Content produziert. Das war noch ich habe gelügert, beim Drachensturz 2 ist tatsächlich nichts. Aber ansonsten ist tatsächlich immer was entfernt. Dienstags. Genau. Vielleicht mache ich dann noch was Lustiges an dem Dienstag. Genau, also es kann auch noch sein, dass was noch dazukommt, weil auch das Stream-Team die Möglichkeit hat, wenn die sagen, ja, ne, ich helfe mit, ich mache an dem und dem Tag das und das, dann wird das auch noch mit in den Kalender aufgenommen. Das heißt, guckt ruhig von Woche zu Woche, ob noch was dazugekommen ist. Weniger wird es auf jeden Fall nicht.
Also im Notfall übernimmt dann jemand anders von uns, das kriegen wir hin. Na, wir machen also Programm quasi dann. Ja, genau, einmal so das Rundumpaket, ne, zu Visionen, Erfolge, Materialien, was auch immer dazugehört. Was wir euch nicht abnehmen können, ist grundsätzlich das Farmen am Ende von Sachen. Richtig? Also es ist halt einfach viel Gefarme, ja. Ja. Deswegen dann halt auch die Einführungsveranstaltung. Und montags ist dann quasi immer im Stream, während wir dann das erste Mal über die Karte laufen, dann auch so hier. Besonderheit, darauf müsst ihr achten, ne? Das ist ein bisschen zeitaufwendiger, fangt an das und das zu craften, damit ihr durchkommt. Ne? Jetzt für diese Woche ist es zum Beispiel Forschung über Brandstein, was halt einfach effektiv mit einem Timecap drin ist. Na, da könnt ihr nur einmal pro Tag halt hin und dann eure Aufgabe erledigen und das über eine Woche. Genau. Und weil Kiwi das gerade schreibt, ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen, auch wenn ihr die Vorstufe nicht habt, auch wenn ihr ansonsten keine legendären Waffen habt oder sowas. Ihr könnt ja, ich sag immer, so weit mitlaufen, wie es euch passt und wie ihr lustig seid und wie ihr mitkommt. Und am Ende habt ihr dann zumindest alles Wichtige mal erfahren, hattet die Chance, dabei zuzuschauen, hattet die Chance, es vielleicht sogar einigermaßen fertigzustellen. Das liegt dann am Ende immer ganz bei euch, aber es ist auch ein Event, das, sofern ihr die Gebiete freigeschaltet habt, sich für jeden anbietet. Genau, und weil KiwiMi wieder schreibt, auch wenn du die Skyscale jetzt noch nicht hast, du hast quasi 7 Wochen Zeit, die zu holen. Denn die wenigen Sachen, die mit der Skyscale zu machen sind für die Erfolge von Vision, die kannst du an dem Tag locker in einer Stunde einmal durchdrücken. Das ist wirklich nur einmal hinfliegen, mit dem Ding interagieren und dann noch ein paar Punkten hinterherfliegen und das war's. Also das ist definitiv etwas, was man dann peu à peu noch machen kann. Deswegen scheu dich nicht davor, trotzdem dazu zu kommen und dann machst du das halt später nach. Deswegen haben wir halt für Drachensturz quasi 2 Wochen geplant, weil man da ja auch schön Materialien tauschen kann, also die Kartenwährungen. Das ist alles ein bisschen mit Puffer eingebaut. Und dann sind wir pünktlich zur Gamescom fertig. Ich habe übrigens jetzt erst realisiert, dass das Skyscale heißen sollte. Ich habe erst Skihalle gelesen. Und ja. Skihalle? Probiert, was eine Skihalle ist. Genau. Also ihr kriegt nicht Vision am Ende, sondern eine Skihalle. Bei dem Wetter ist das doch auch super. Würde ich lieber nehmen, um ehrlich zu sein. Punkt Nummer 2 auf meiner klugen Liste für heute ist was für Sky. Da kann er uns wahrscheinlich am meisten zu erzählen. Nämlich nein, man macht lieber noch ein anderes Thema. Ich muss noch ganz kurz hier die Hologramme töten. lass mich, ich komm sonst nicht. Das ist so gut, ne? Podcast, Konzentration. Alle sind vorbereitet. Ich will dir gleich dazu alles erzählen, was du möchtest. Außer ist ja gleich vorbei. Okay. Ja, was kann ich euch Lustiges sehen? Letzte Woche haben wir einen Deal zusammen gehabt, eine kleine Wette am Laufen, ob ihr es schafft, den Geeknews Podcast Nummer 298 über 1000 Likes zu pushen. Die ernüchternde Antwort ist, sie schafft nicht mal 100 Likes. Ja, wir haben ja noch Zeit. Der ist ja nicht zeitlich begrenzt. Der ist nicht zeitlich begrenzt, genau. Ich wollte aber jetzt gerade großzügig sein, weil ich die Fanmade-Version von dem lieben Step, der diese 20-Stimmen-Version zusammengestellt hat, so schön fand, wollte ich eigentlich großzügig gerade runtergehen auf 500, auf die Hälfte. Okay. Um Französisch zu singen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also die Aussage aus dem letzten Podcast ist revidiert. 500 reichen mir. Ich bin einfach zu haben. Wow. Außerdem einmal nur, um euch dieses wunderschöne Werk zu zeigen. Das ist das Video von Step, ist bei uns auch auf der Webseite verlinkt, wurde auch von ArenaNet offiziell retweetet. Das ist eine Dragon Bash-Version. Ich höre mal so ganz, ganz leicht kurz rein, damit ihr das im Podcast einmal hört. Das ist eine Version, die 20 Leute eingesungen haben und die dann Step zusammengeschnitten hat. Und ich liebe sie. Es ist fast so gut wie das Original von ArenaNet. Dafür, dass es halt so eine kleine süße Fanproduktion ist, finde ich das extrem gut gelungen. Also da kann man auch mal vorbeigehen, den Kanal aufrufen, dem Ganzen ein Like geben und das Video so ein kleines bisschen feiern. Auch wenn halt weniger das Video im Vordergrund steht, als halt das Lied selber. Ich muss gerade einmal kurz nochmal was revidieren. Der Matze schrieb mich nämlich gerade an, weil jetzt. Also, wir haben ja heute, ich habe ja gerade gesagt, dass eigentlich gleich das Event ist. So.
Jojo ist schuld. Jojo hat nämlich gesagt, das ist gar nicht Samstag, das ist Donnerstag. Jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Er hatte das dann schnell geändert. Also Tank, es findet Samstag statt, nicht heute. Matze schrieb mir nämlich gerade in-game an, huhu, ich weiß, du bist gerade im Podcast, aber guck mal bitte einmal in Event-Lead. Also das Story-Event findet am Samstag statt. Ich ändere das gleich nochmal. Es tut mir leid. Ihr könnt also beim Podcast bleiben. Oh. Mea culpa. Ist okay. Jojo! Gottes Hera spricht mir übrigens aus der Seele, wer möchte nicht eine Skihalle als Belohnung? Das ist schon echt eine kleine Skihalle. Ich glaube, der Unterhalt wäre extrem teuer. Können wir mal ein neues fragen? Die haben ja eine Skihalle. Wie viel? Skifahren? In Neuss? Ja, kannst du, tatsächlich. Die Skihalle ist sehr niedlich. Ist halt ein Berg runter und ein Sessellift wieder hoch, ne? So. Es riecht doch sicher auch ölig da in der Skihalle, oder? Wie alles in Neuss. Nee, das ist abseits. Das ist unten im Südpark, nicht mitten in der Innenstadt. Nur in der Innenstadt ist es. Ansonsten könnte auch und du gewohnt Bottrop, hast. Denn in Bottrop kriegst du Uffe-Kopf-Drop. Da ist ja auch eine Skihalle. Oh mein Gott. Ja, das sagt man so. Badischen Dialekt, eine? Ja. Echt? Ich glaube, die war sogar eher da als die Neuss. In Neuss gibt es sich auch irgendwo, wir haben noch eine, ich wüsste von noch mindestens der dritten Skihalle in NRW. Neuss, Bottrop und irgendwas noch mit irgendwas anderem. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, noch eine dritte, wenn ich mich nicht täusche. Also, okay, wir haben 6 Skihallen in Deutschland, unwahrscheinlich, dass die alle in NRW stehen. Falls es euch interessiert, das ist tatsächlich Bottrop, Neuss, dann Bispingen neben dem Hofbräuhaus. Das klingt so südlich bayerisch irgendwie. In Brandenburg ist eine, in Hamburg-Wittenburg und in Oberhof. Oh. In Oberhof ist aber langweilig, das ist eine Langlauf-Skihalle. Wer möchte schon Langlauf machen? Was ist das, so 400 Meter im Kreis? Warte, ich kann dir sagen, wie viel. Länge der Loipe ist 1,55 Kilometer. Ist gar nicht so wenig, aber dann wahrscheinlich im Kreis, ja. Temperatur -3 bis -5 Grad. In Hamburg sind es nur -1 Grad. Sehr enttäuschend. Ich liebe übrigens die Überschrift, die snowplaza.de gewählt hat. Alpinzelt der Bottrop, die längste Indoor-Piste der Welt und die Skihalle in Neuss, die beste Abriss-Ski-Party. Wahnsinn. Übrigens ist die Strecke nur 280 Meter lang. Ja, deswegen musst du ordentlich Abriss-Ski machen, weil, ne? Und bist schnell wieder unten. Sehr, sehr schnell wieder unten, ja, das ist korrekt. Habt ihr da Berge oder sind das Mini-Hügel? Tatsächlich ist das ein Gebäude, das auf Stelzen steht, zumindest in Neuss. Das sieht und Bottrop sehr, sehr auch merkwürdig aus. Ja, ist einmal so ein L um die Ecke. Ja. Bestimmt irgendwie so ein Fertigbaukonzept und die sehen bestimmt nachher beide gleich aus. Deine ist nur kleiner. Das, die Halle ist wahrscheinlich so könnte, groß wie meine ganze könnte Straße durchaus lang sein, ist. Ja. Das fühlt sich zudem nicht aus. Ich blende das nur einmal kurz ein von der Webseite parkerlebnis.de. Das ist halt die Skihalle, ne? Also, das halt auch Berg zu nennen, ist so semi-realistisch. Aber die hat ja noch nicht mal einen Knick. Nein, die geht einfach nur gerade runter und dann Sessellift wieder gerade hoch. Hauptsache Sessellift. Ja, natürlich. Fanschon, ne? Ein bisschen Luxus muss ja sein. Ja. Deswegen hat es nicht mehr für eine weitere um die Ecke und weitere Stelzen gereicht, weil ein Sessellift dabei ist. Aber so ein Ankerlift ist doch viel witziger, wenn da einer auf die Nase fällt. Nein, dann fallen alle. Das dann, ich immer dann hält der richtig viele auf. Oh, das ist fürchterlich. Nein, ich bin kein Fan von Ankerliften. Und stimmt, Bottrop sieht tatsächlich ein kleines bisschen länger aus. Steht nicht so ganz auf Stelzen, aber so halb. Also ja, das liegt ja daran, weil es halb auf der Halde drauf ist. Ja, genau, ja. Also, da ist zumindest echter Berg. Und es hat, wie Kati richtig sagt, einen Knick. Das ja, ist schon das heißt, du kannst nicht die 700 Meter Schuss runter in das Après-Ski-Ding fahren. Du wirst zwischendurch ausgebremst. Gut, kommen wir zurück zum eigentlichen Genius-Podcast. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie wir zur Skihalle gekommen sind. Wir waren bei dem Dragon Bash-Song, den wir alle toll finden, alle lieben. Hört unbedingt in den Dragon Bash-Song rein. Das war meine eine Fan-Made-News von dieser Woche. Die andere, zu der wird uns Sky jetzt ein bisschen mehr erzählen, glaube ich, denn der hat ja die meiste Ahnung von. Tyrion Gazette. Gazette, komm, wir sprechen es Deutsch aus. Die Tyrian Gazette. Gazette.
Was ist denn das Schönes? Klingt wie eine Erklärung. Gut, habe ich schon öfters erwähnt. Es ist ein Fashion-Magazin. Und zwar über Tyria. Mit allen Rassen und mit verschiedenen Szenen und viel Advertisement, also spaßig natürlich gemacht. Und ja, das ist das neue Großprojekt vom Art Collective. Ja, von der Alchemy Group, wie sie mittlerweile heißt. Also die gleichen Leute, die auch das Tyrian Tarot gemacht haben und die Winter Sins. Tarot heißt das. Tarot, die Tyrian Tarots gemacht haben. Und das Zinne. Die Winter Zinnes. Zinne. Genau. Winter Stye Zinnes. Das ist furchtbar. Fast so schlimm wie mein Englisch schon war. Also. ja. Und im August geht's los. Wir haben jetzt ein Newsletter bekommen und sie macht auch schon, also Mel macht schon fleißig Werbung auf dem offiziellen Twitter-Account. Und ja, freut euch drauf. Und das Interessante ist, dass wir diese Woche am Sonntag wieder 21 Stunden lang Arch-Streams haben, die jeweils 3 Stunden gehen werden. Ich weiß schon, mit wem ich frühstücken werde. Genau. Ja, ich darf früh aufstehen, ich darf mir einen Kaffee schnappen und dann mit wahrscheinlich 2 bis 3 Leuten, die im Stream zuschauen, darf ich dann eine Art Show machen. Aber machst du dann einen Comic darüber, wie alle Rassen an einem Tisch sitzen und sich über die Essensgeflogenheiten der anderen Tyrianer aufregen? Nein. Also ich bin eher konservativ hier. Ich darf 3 Doppelseiten zeichnen. Und zwar darf ich die schlimmsten Plätze in Tyria machen. Auf 3 Doppelseiten? Ja. Also dreimal. Und das alles in 3 Stunden? Nein, also es sind 3 Doppelseiten, die ich habe, und es sind jeweils 3 Illustrationen. Und ich habe mir Südlichbuch ausgesucht, ich habe mir... Kurna. Was? Kurna? Nee, Kurna nicht. Südlichbucht ist das perfekte Inselparadies. Hast du nie lebendige Weltstaffel 1 gespielt? Gerade deswegen, das passt ja. Ich hab die Bilder ja auch schon gezeigt. Aber ich dachte, die schlimmsten. Ja, darum geht's ja, die schlimmsten, genau. Ja, aber das ist doch schön. Das ist ein Urlaubsparadies. Oder ja, richtig, die kleinen Krabben und die Kakas, die meine Asura anknabbern und so, genau. Das kommt schon gut in den Bildern. Ja, das ist schön, das ist wundervoll. Dann habe ich die verschlungenen Tiefen. Das Bild macht mir am meisten Probleme, weil alles, was ich gemacht habe, kommt nicht an bei Mel. Das ist schlecht. Also das ist das, was ich am wenigsten vorangebracht habe. Und das andere ist dann Chocos Land. Wie heißt das wieder? Die Kona. Nicht Kona. Ja, doch. Nein, nicht Kona, das andere. Gandara, die Mondfeste. Ach, jeez. Das ist doch auch Kona. Das ist doch alles Kona. Alles Teil von Kona. Kona und Wüste. Das Ödland, ja genau. Ich denke irgendwie an Ödnis und WoW, das ist so furchtbar mit diesem blöden Desolation. Das ist das Gleiche, glaube ich. Ja, also, und da habe ich meinen kleinen Asura und viele Chunundo-Würmer. Das dürfte interessant sein. Kati, der Chat war deutlich schlauer als wir. Die haben alle Ödland geschrieben, während wir beide in Gandara waren. Ich bin Kona traumatisiert, ich stehe dazu. Ja. Ah, Kona ist nicht das Schlimmste überhaupt, weil da gehen sogar die Bösewichte weg, weil die Karte so schlecht ist. Ja, richtig. Und dann ist das keine gute Karte. Da stirbt sogar freiwillig Joko. Nein, das Interessanteste an diesem Magazin ist auch, dass es natürlich wieder gesponsert wird von ArenaNet. Und die haben auch ihren Daumen drauf. Also das Buch muss... Ich weiß, also 100% Lore, also es muss Canon sein, was drin gemacht wird. Also man darf jetzt keine zu viel Fantasy-Sachen reinmachen. Das heißt, ich darf wahrscheinlich auch keinen Poketraptor reinschmuggeln. Ja, aber es soll halt zu der IP und zu allem passen. Also da. Hättest du jetzt die Jahai-Klippen als schlechtesten Ort genommen, wäre ein Stück Maguma-Dschungel gewesen und das wäre deine Argumentationsgrundlage gewesen, um Poki damit reinzubringen. Oh, pack doch Poki in den Rucksack. Poki und sein Squad waren eben verschlungen tiefen Bill in Ashen der 4 Konzepte, die ich gemacht habe drin. Und ich habe gesagt, es ist so langweilig, da sieht man keine Gefahr und ja. Aber es gibt doch auch diese Rucksäcke mit den Mounts im Rucksack hinten drin, mit dem Hasen, mit dem Springer, dann pack doch Poki hinten in den Reiserucksack rein. Wie er nee, so den gibt es ja nicht als Blühstart drin, deswegen. Also gut, ich meine, wir dürfen natürlich schon ein bisschen augenzwingend das Ganze machen, aber trotzdem hat Arena nicht da so ein bisschen die Augen drauf und das macht das Buch schon wieder interessant. Schlungenen Tiefen sollen gefährlich aussehen. Ja, ich habe versucht, die Sharks reinzumachen und sie hat gesagt, mach doch ein bisschen mehr das Labyrinth und ich so, keine Ahnung, das muss ich nochmal neu machen. Also das zeichne ich nicht am Sonntag, das weiß ich. Ich werde eins der anderen 2 machen. Aber du könntest den Disco-Raum machen. Disco-Raum? Der ist ja nicht gefährlich. Ich hätte diesen
den Heldenpunkt genommen, der voller grün verseuchtes Gas ist, durch das du nicht durch kannst, ohne die Beherrschung zu haben. Und da setzt du mittendrin den Chuck-Potentat mit so weit aufgerissenem Maul rein. Ja, hat's auch gesagt, Chuck-Potentat. Das Hauptproblem, was ich bei dem Bild eigentlich habe, ist, weil es eine Doppelseite ist, kann ich nicht einfach in der Mitte einen Charakter haben, auf den alles zentriert ist. Das funktioniert nicht. Das heißt, weil ja innen drin ist ja die Falk. Pass auf, du musst das dann halt so machen. Kennst du diese Aufplopp-Bücher? Da musst du der Chuck-Potentat quasi entgegenspringen. So. Ich glaube nicht, dass sie das machen will. Oh ja, so ein dreidimensionales. Ja, das ist doch mega. Ja, ihr habt super Ideen, ihr könnt es ja mal fragen. Da sagt es sicher, klar, logisch, für weitere 10.000 Euro können wir das sicher, Dollar können wir das sicher machen. Das ist das heißt, der Bonus. Wählerisch. Du setzt den Chuck-Potentaten da mitten rein und dann soll Mel das als Promobild nehmen und sagen, wenn wir so und so ein Ziel erreichen, dann sorgen wir dafür, dass das so ein 3D-Bild wird, bei dem euch der Chuck-Potentat. Leute, wisst ihr, was wir hier machen? Ihr schreibt einfach, du lädst den Mitschnitt vielleicht ein bisschen früher als nächste Woche hoch, das wäre ganz toll. Und dann schreibt einfach mal in euren Kommentaren, was könnte man bei den verschlungenen Tiefen einfach machen. Also, ich werde es wahrscheinlich zu 99% nicht nehmen, aber ich will wissen, was ihr als gefährlichstes an der Karte findet und was ich zeichnen sollte. Könnt ihr mal Just for Fun machen. Könnt ihr eure kreativen Muskeln mal ein bisschen spielen lassen. Finde ich eine gute Idee. Dürft ihr jetzt übrigens im Twitch-Chat auch schon, ne? Ja, natürlich. Also, Live-Zuschauer haben immer Nasen. Vorteile. Werden gleich gebannt. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache und eingeblendet hast du es ja schon, genau. Also wie gesagt, ich bin von 9 bis 12 Uhr dran, dann kommt direkt Mel und Sarah, die machen dann den nächsten Slot, das heißt, da werden wir wahrscheinlich viel Info über das Buch bekommen, über die Indigo-Kampagne, die wieder starten wird und ja, also da kann man dann auch fleißig fragen. Wenn ihr Englisch könnt und habt Fragen, ist das, glaube ich, der beste Timeslot. Oh, du könntest auch deinen Charakter mit so einer riesengroßen Karte, die total unübersichtlich ist, von den verschlungenen Tiefen zeichnen im Hintergrund. Das hat es ja auch sowas in der Art gesagt, weißt du, wie schwierig das ist? Ich stelle mir das auch gerade schwierig vor. Ich kann ja am Sonntag mal zeigen, wie meine Konzepte für das Ding aussehen. Werde ich ja sowieso machen, weil ich muss ja 3 Stunden füllen und dann schaust du einfach mal rein. Auf jeden Fall. Ja, also. Ich weiß nicht, wir haben gute Leute dabei. Kobold wird zum ersten Mal streamen, mit dem habe ich ja auch diese Collab gemacht, mit dem Skrit und Poki und der Skrit, der den Commander-Tag von Poki geklaut hat. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich glaube, ich sein erster Stream. Hoffentlich. Jungfrau. Oh, also der arbeitet im Mobile-Sektor, ist ein Creative Director bei einer Spielfirma in. Ja, aber das muss nicht heißen, dass er entspannt streamt. Ganz im Gegenteil. Ende das nicht, aber er ist auf jeden Fall jemand, der Ahnung hat. Und ich bin halt unglaublich gespannt. Ich hoffe, dass er Blut leckt, weil wir brauchen neue Leute für die Archer. Denn die Archers sind nicht so erfolgreich in letzter Zeit. Es leidet aber in den Sommerferien alles, oder im Sommer. Es ist halt nicht nur der Sommer. Also ich bin ja, da nochmal danke an euch, Leute, wenn ihr dabei seid. Ich sehe immer so ein paar bekannte Namen von unserer Community. Und, also dank euch bin ich eigentlich immer einer der wenigen, die gute Zahlen haben. Aber also gestern bin ich auch 130 getroppt. Und das ist natürlich, ich meine, klar, es ist heiß und so viel Spannendes passiert halt in Guild Wars 2 nicht. Und jemanden mit schlechtem Englisch zuzuschauen, wie er zeichnet, ist auch nicht gerade so spannend. Aber es ist halt allgemein so, auch bei Marius, der ja deutlich besser ist als ich, der ist sogar noch weiter runter getroppt letzte Woche. Und es ist ein bisschen demotivierend, finde ich. Weil wenn der Chat halt nicht aktiv ist. Du, so da kann dir jeder Streamer ein Lied von singen. Ne? Ich sag nur Ron, der irgendwie einen Stream hatte, der null Interaktion hatte für eine Stunde lang. Ich habe heute bei Max vor 33 gespielt. Da haben im Prinzip Benz, Endrom und ich glaube, also 3 Leute waren Chat aktiv. Immerhin, ja, so hatte ich 3 Leute, mit denen ich diskutieren konnte. Aber ja, es ist der Sommer. Das hat halt, also es ist. Und der Hype in manche andere Spielerichtungen. Also ich merke, dass so bestimmte Spiele haben halt extrem hohe Zugriffe und alle anderen Spiele leiden da gerade so ein bisschen. Ja, da haben wir auch wieder viel Potenzial für weitere Themen irgendwann. Oh, ich mal hier, Darkward hat was geschrieben. Poki und seine Dosenöffnerin grübeln über eine Landkarte. Nenn ich meine Asura Dosenöffnerin. Du wärst gebannt hier. NGs, ne? Immer diese NGs. Ey. Gut, was ist sonst noch wichtig? Also das Ding soll, wie gesagt, am 6. August gelauncht werden.
das neue Magazin. Ist auch ganz wichtig, da werden auch Dinge drin sein, die nicht nur die was Kampagne wird gelauncht, das Buch an sich, das Buch, das geht, es, die Kampagne geht wahrscheinlich einen Monat, um ja, dann Geld einzusammeln und bis Ende des Jahres wahrscheinlich. Genau, dann. Aber sie hat das halt als Launch Day offiziell angegeben, weil das ist halt der Tag, ab dem man quasi bestellen kann. Genau, donaten kann dann, richtig. Naja. Und es, wie gesagt, es wird sich nicht nur um Mode drehen und es ist halt auch nicht wirklich alles ernst gemeint, was man darin sieht. Also habt jetzt keine Angst, das ist kein so ein stumpfes Modemagazin. Ich glaube, viel Werbung und viel Gedöns wird auch mit Humor genommen. Und ja, das ist wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ich spoilere es einfach mal, ist mir egal, Melko kann eh kein Deutsch. ist exklusiv für euch, Leute, ja. Also da gibt es zum Beispiel jetzt ein Bild für den Chefkoch aus Amnon kennt ihr ja alle, oder? Ja, das ist der Punkt. Also, ne? Und der kommt zum Beispiel mit so einer Werbung auch da rein und so ein bisschen augenzwinkernd. Und Ole ATG zum Beispiel, die will da ja auch ein bisschen Werbung machen, die hat ja auch immer so ein bisschen so einen interessanten Humor. Also es gibt einiges. Ja, auch Lord Fahren kommt drin vor, also der wird extrem sexy und gut gezeichnet, mit Kleidung, leider Gottes. Ja. Dann hat das nicht Wasbuck in der Hand. Nein, er ist leider nicht dabei. Der hätte schade. Sonst das Speedo-Höschen. Er ist eigentlich verschenktes Potenzial, weil wir haben ja Wasbucks Unterhose schon im Spiel als Guild-Emblem, also von da. Gott, ich liebe Wasbuck. Ach, der muss wieder in den Podcast. Ja, also es ist auf jeden Fall breit gefächert. Die Idee ist halt wirklich Fashion-Magazin, so wie, falls ich mal sowas solche Bilder tat. Es gibt auch Ich glaube, man kann neue Klamotten dürfen auch gemacht werden, also so Kulturrüstung oder Kulturkleidung für Asura und für Jar und so weiter. Die müssen aber halt im Stil entsprechen, wie wie das Design der Rasse halt ist. Also da wird auch einiges gemacht und also ich denke, es ist ein guter Mix aus guten Sachen. Also es gibt natürlich auch das Gegenteil zu dem, was ich mache. Es gibt natürlich auch die drei schönsten Reiseziele. Also es gibt dann auch sowas. Also 6 Illustrationen sind auf jeden Fall schon mal drin. Wundere mich gerade, was Rübenhüpfer gegen Lara. Und es werden geschriebene Artikel geschrieben, natürlich auch, weil Mel ist ja auch Schreiberin und es gibt natürlich auch Schreiber. Es gibt nicht nur Künstler, die hatte nur Zeichner. Was hat Rübenhüpfer gegen Laraib? Was? Wer ist denn überhaupt Laraib? Ich weiß nicht, Laraib Atta ist laut Gitwiki eine professionelle VFX-Artist, die unter anderem. Ach so, Laraib ist der Chefkoch, schreibt er. Ach so. Oh. sie hat aber unter anderem lustige Sachen für 10.000 BC, The Chronicles of Narnia, Prince of Persia, Godzilla und andere Sachen gemacht. Hm. Animationen und Effekte. Ah. Ja, Rübenrupfer, danke. Jetzt haben wir wieder was Neues gelernt. Gut. Dann ist diese Woche richtig was los gewesen auf dem WVW-Berg. Und zwar gleich zweierlei. Zum einen war am Freitag Neuverlinkung und damit kommt die neue Änderung ins Spiel. Keine Sprachbegrenzungen mehr bei Verlinkungen. Da, 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 da. Das war nicht traurig genug, ja, Sky. Das auf einigen Servern ist das mehr so. Wie man das Lied vom Tod. Das war gut, es ist Englisch und das ist praktisch. Am schlimmsten hat es mein geliebtes Elona-Spitze getroffen. Wir spielen mit Franzosen zusammen. Abadons Maul darf mit Ruinen von Sumia, einem englischen Server, spielen. Dann haben wir Kodash, die sind immer noch traurig und alleine. Nur Baruchbucht und Kodash, Nee, und Piepenplatz sind alleine. Flussufer darf sich freuen. Sie spielen zusammen mit Aurora-Lichtung. Und haben wir noch irgendeine Sprachkombination? Weißflankgrad und der französische Server Arborstein sind ebenfalls zusammen. Ach, Arborstein. Arborstein. Also ich bin ja auch auf Elona Spitze. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Probleme. Ich bin letztens auch mit am Wochenende mit zwei Franzosen ein bisschen in Rome gewesen. Da sind wir irgendwie zusammen losgezogen. Das war ganz gechillt, ganz ehrlich. Kam auch nicht irgendwie, was man von anderen jetzt gehört hat, über Nazi-Scheiße oder so. Die waren echt gechillt. Ich fand das nett. Genau, ich war noch nicht eine Minute im WVW seitdem. Ich habe auch von irgendeinem Server, von irgendeinem anderen Server gehört, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Server das war, aber dass die halt auch zusammen im TS schon gesessen haben, dass die Franzosen rübergekommen sind und sich dann da jetzt auf Englisch auch verständigen. Also ich weiß nicht, ob das alles so dramatisch ist. Klar, man hört dann auch, ne, dass von irgendeinem Server ganze Gilden weggetranzt sind, aber
Naja, Leute, seid mal realistisch, ne? Wenn das Allianzsystem kommt, ist es genau das, was kommen wird. So, da müsst ihr euch dran gewöhnen, nicht? Das ja, war aber absehbar. Gerade Drakkarsee, die mit Wavi gelinkt sind, und tatsächlich Jademeer und Millersund. Da haben wir auch nochmal eine französisch-deutsche Kombination. Kendesaki schreibt gerade, fast jeder Server, fast jeder deutsche Server hätte einen französischen Partner. Es sind zwei von, ich weiß gar nicht, wie vielen. Wie viele Server hatten Englisch, also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 deutsche Server? 2, 3, 4, 5, 6. 6 deutsche Server haben wir, okay. Ich muss ja echt sagen, so als Europäer, wer mit Franzosen zusammengeht, der ist immer bestraft. Es gibt viele Franzosen, die weigern sich. Ist es ja nicht immer noch so? Ich glaube so, die weigern sich immer noch Englisch zu reden. I translate this for you, Steph. Also, ich habe gerade nur gesehen, Sakulu hatte anscheinend durchaus Probleme auf Elona in Kombination mit Franzosen. Wie gesagt, ich kann dazu tatsächlich gar nicht so viel sagen. Wir werden, denke ich mal, sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube aber, dass es wie immer, es wird heißer gegessen, als es gekocht wird. Ich glaube, am Ende des Tages verstehen sich dann doch wieder alle, weil es ein gemeinsames Ziel gibt. Und ja, das Wort Nazi wird bei uns automatisch gebannt vom Nightbot, Sakulu. Das ist, das solltest du nicht tun, das Schreiben. Wer weiß, irgendwann wird es halt nicht mehr gebannt, wenn die Welt so weitergeht. Ja, irgendwann kannst du das Wort Trump nicht mehr schreiben. Hoffe. Man darf ja nicht politisch sein, von daher, aber ehrlich gesagt, das ist ja alles, tendiert ja alles in diese Richtung aktuell, was nur zum Heulen ist. Wo und wir als Deutsche haben ja sowieso die Arschkarte. Das ist genau wie deine Lieblingsaussage, bei der du immer sagst, ja, du bist ja Partner, du musst dich ja zurückhalten in dem Podcast. Verdammt nochmal, in diesem Podcast waren wir immer politisch, in diesem Podcast waren wir immer ArenaNet kritisch. Also hör auf, sowas zu sagen. Wenn du sagst, dass Nazis scheiße sind, sind Nazis scheiße. Dafür sind sie auch. Jeder, wo da mitläuft, der gehört geschlagen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch. Mit doch, ist einem so riesengroßen Q-Tip in Götterspeise geschlagen. Mit dem Gesicht voraus. So. Zeitlakritze. Waldmeister Götterspeise. Zeitkritze. Du dürft sie auch mit Zeitkritze bewerfen. Das ist vollkommen legitim. Wenn das Pinata aufgehängt und dann nochmal drauf dreschen. Ich habe übrigens. Okay, das geht schon wieder. Ich will das jetzt zeigen, das Video. Was ich bei uns in den Team-Chat gepostet habe. Du hast 29? Achso. Das von der PC Games. Ich weiß nicht, was die besoffen haben. Das war hier vor 4 Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren, als Dragon Bash war. Da gab es eine Presseaktion von ArenaNet, bei der die größten Medienseiten eine Piñata bekommen haben. Ich habe dieses Video übrigens nie gesehen, aber ich weiß, dass damals Tentenhammer die Piñata im Büro verdroschen hat. Wer oder und was ist Tentenhammer? Das war früher eine der größten MMORPG-Seiten, ist international, ist unglaublich vor die Hunde gegangen, nachdem sie sich einmal verleakt haben, dann einen Shitstorm kassiert haben, dann gab es nochmal eine kurze Diskussion, weil irgendeiner der Autoren total blöd gewesen sei und da ging es so rauf und runter. Wow, wow, wow. Und das ist dieses PC Games Video. Und, das ist unfassbar schlecht. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Das Schlimme ist eigentlich nicht, dass er diese Piñata verprügelt und dafür 20 Minuten braucht, sondern das tatsächlich Schlimmste ist der Ton und diese Zusammenstellung des Videos. Weil das einfach so, ich meine, sie schreiben oben drüber Piñata Slaying à la Monty Python. Ja, das ist so die Idee gewesen, aber. Wie er es weggetreten hat. Das ist so. Oh Gott! Ist das die Original-Piñata, die die damals verschickt haben? Ja, ja, das ist die Piñata, die verschickt haben an die Presseleute. Aber da sind gar keine Seikritze drin. Ich weiß, voll enttäuschend. Ja, da ist doch nur Beton drin? Das ist so traurig! Ja, aber da sind das Süßigkeiten. Doch, da sind Süßigkeiten. Also, ich sehe da Lutscher und Bonbons und sowas. Auch nicht wenig. Also. Okay, da sah es aber so aus. Okay, das ist nicht ganz gesehen. Beim zweiten Dreh sieht man es dann, wenn das Ding aufplatzt. Ja, ja. Mann. ja.
keine Ahnung, ich habe das aus dem Jahr 2013 ausgegraben, als ich nach weiteren Soundversionen gesucht habe von Dragon Bash. Das haben übrigens ganze zwei Leute was dazu hochgeladen zu Sing den Dragon Bash Song. Und dabei habe ich halt dieses Video von der PC Games gefunden. Hat übrigens lustigerweise auch nur 210 Aufrufe und die jetzt sind es 223, das heißt 13 Aufrufe haben wir dem gegeben. Die hätten eine Verlosung machen sollen, irgendwie so ein Pinata-Kostüm für die Himmelsschuppe oder so, wird an den Gewinner verlost. Das ist wirklich nur einmalig im Dingens ist, weißt du, sowas. Was denn? Das war halt so eine, das war 2013, ne? Eine Presse. Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn sie dann halt auffordern dazu, ne, singt Dragon Bash, ne, schreibt euer, ne, wenn du gezogen, so, und dann bekommst du, der Gewinner bekommt als einziger diesen legendären Pinata-Himmelsschuppenskin. Kann aber dann auch gleichzeitig mit in die Kostümschlacht und von den anderen abgeworfen werden und dann droppen sei Kritze, die man aufsammeln kann. So. Ist übrigens großartig, dass, warte, wer das gerade? Da, Sakulu. Ohne Ton wirkte das besser. Ja, yeah, der Ton macht das fürchterlich. Also, ihr müsst euch das anschauen. Es ist auch mega schwer zu finden auf YouTube, aber versucht's mal irgendwie. PC Games, Guild Wars 2, Dragon Bash Pinata oder irgendwie sowas. Es ist großartig. Ich könnte es auch, ich hätte es einfach linken können, ne? Das wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Egal. Das ist das traurige Internet und das Schlimme ist, das Internet vergisst nie. Erst recht nicht sowas. Also wenn ihr Bock habt, gebt dem Ganzen mal Klicks. Die PC Games Redaktion kann das, glaube ich, gebrauchen. ja, neben den neuen Weltenverlinkungen dürfen sich die WVWler übrigens über noch was freuen. Sie dürfen ein Waffenset benennen. Und da hat Arena nicht richtig tief in die Trickkiste gegriffen und hat gesagt, hey, ihr Hübschen, wir planen ein neues Waffenset fürs PvP und WVW und wir möchten, dass ihr den Namen auswählt. Und den ersten Tag könnt ihr nicht dran teilnehmen, weil der Link gesperrt ist. Ha! Und noch viel lustiger ist, also sie haben sich halt gedacht, lasst die Leute lieber keine eigenen Ideen abgeben. Ansonsten heißt die Waffe, keine Ahnung, meine Sturmwaffel oder irgendwie was total bescheuert. Sturmwaffel bestimmt nicht, so heißt ein Streamer mit 1, ein YouTube-Kanal mit 1,5 Millionen. Die keine ganz Ahnung. Schlechte Kochvideos machen. Echt? Oh. Ja. Ich kenne das nur von ich habe jetzt wieder zu viel League of Legends, so TFT in letzter Zeit gespielt, von Tristana, die immer sagt, ich habe eine Waffe in der Tasche. Und die haben halt früher immer gesagt, ich habe eine Waffel in der Tasche. Und dann hatten wir alle immer Hunger. So, das war so eine ganz schlechte Idee, wenn man das abends gesagt hat. Nichtsdestotrotz, ihr dürft dem Waffenset einen Namen geben. Und ihr dürft euch den Namen natürlich nicht selber ausdenken, sondern Arena hat 4 vorgegeben. Das Nebel-Champion-Waffenset, das vergoldete Waffenset, das elegante Waffenset oder das Nebel-Fürst-Waffenset. Traurigerweise gewinnt Nebel-Fürst-Waffenset. Nein. Doch. Ich hab da nicht für gestimmt. Das wird das englische Pendant dann dazu geben, 100 pro. Ja, ja, aber die Frage ist, sie haben 184 teilgenommen, wenn an der englischen 220 Millionen teilgenommen haben. Wie wahrscheinlich ist das, dass... Und ich glaube, das wird zusammengezählt. Das geht ja, nur darum. Genau. Aber das heißt, das Entscheidende ist, was die Englischen abstimmen. Weil ja, die natürlich. Deutschen haben ja, es sind da 1406 Votes. Traurigerweise gewinnt auch hier das Mistlords Weaponset. Kannst du ja mal auf Französisch. Mistlords Dagger. Das ist halt auch schon bekloppt. Da ist hier dieses Apostroph mit drin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diese blöde Waffe suche, muss ich Mistlords mit. Also im Englischen müsste ich Mistlords. Irgendwas schreiben. Das ist ja fürchterlich. Wer wählt denn das? Wenn es auch einfach... Okay, die anderen sind auch nicht besser. Elegant Weapon Set. Hast du dir mal angeguckt, wie der neue Skin wieder heißt? Also irgendjemand hat auch dem Lokalisationsteam von ArenaNet beigebracht, in Deutsch, ne? Du musst nicht endlos Wörter machen. Nein, du machst einfach endlos viele Bindestriche da rein. ich verstehe nicht mal das Wort, mit dem ich eventuell für die Waffen abstimmen könnte. Ohne Momento... Ach, du bist im Französischen? Nee. Ja. Das ist auch Englisch, ne? Oder habe ich einen Knick in der Linse? General de Villieu. Achso, das ist bei mir noch nicht umgesprungen. War das Elecriti Euphorie? Das glaube ich das nicht. Donnes Unom. Oh Gott, ich habe so Angst davor, Französisch zu singen, ne? Ah, da! da gewinnt auch das Ensemble de Arms de Ségur de Brume. Okay. Ich muss das lesen, ich verstehe das nicht, wenn du das sagst. Ja, ich auch nicht. Aber du suchst bei mir noch. Also, die Waffe heißt dann Dagü de Seigneur de Brüms. Brüms. Cool.
Seems legit. Dass alle in allen Sprachen für das exakt selbe Ding hauptsächlich stimmen, hätte ich nicht gedacht. Okay. Weißt du, was das für ein langer... Also das ist ja unfassbar lang im Französischen. Ja, aber ja, die haben ja die Gönner, wir sind halt die Blöden, die Wörter zusammenbauen und die müssen immer mit von und des arbeiten, also mit Genitiv und so. Ja. Okay, ja, also ja, wir sind uns ja, einig, ja. Egal was ihr da auswählt, es ist so ein bisschen eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber ihr könnt noch bis zum 5. Juli daran teilnehmen. Ich sehe zwar noch nicht, wo ich daran teilnehmen könnte, aber... Ich finde Krautgroßwald sehr schön. Mein Französisch reicht sie eben aus, um zu sagen, dass ich nur 2 Jahre hatte und meine Lehrerin eine Idiotin war. Okay, das reicht auch vollkommen. Dem stimme ich zu. Mehr muss man nicht sagen können. Mein Französisch reichte dafür, meinem Englischlehrer, der auch Französisch unterrichtet, zu sagen, dass ich kein Englisch spreche. Und er hat mich dann aus dem Unterricht rausgeschmissen. Fand er damals nicht so witzig. Wow. Ich fand das lustig. Ja, der hatte mich eher auf dem Kieker. Ich hatte ihn auf dem Kieker. Der spuckte immer beim TH und dann habe ich irgendwann zurückgespuckt, einmal mit Absicht. Das lief schon nicht so gut. Irgendwann ging er mir so auf den Sack, dass ich... Ich habe mir dann extra von jemand anderem sagen lassen, wie ich ihm auf Französisch sage, dass ich kein Englisch spreche. Und Schöne Paar. Hatte in der Oberstufe so ein traumatisches Erlebnis mit meinem Englischlehrer, den ich dann neu hatte, der nämlich Herr Faust hieß und der kam rein und sagte ganz lassiv, hello, I'm Mr. Fist und hebt so die Faust hoch und ich so gedacht so, okay. Okay, das klingt tatsächlich nicht sehr schön. Ja. Ja, das waren im Prinzip übrigens die großen News der Woche. Ich habe noch so 3 kleine interne Dingelchen. Warte mal, lass uns doch einfach mal kurz was anderes reinwerfen, wenn ich gerade sowieso im Spiel bin und gerade so die Meta-Folge mache. Wie sieht's bei euch mit Dreckengepolter aus? Seid ihr komplett durch? Bist du durch, Alex? Ich bin voll durch. Ich habe am letzten Livestream am Dienstag, glaube ich, 100 Gold ausgegeben, um die letzten Konsumerfolge fertig zu machen. Hast du echt die 3000 Buffood geholt? Ich habe die 3000 Buffood gekauft, ja. In unserem Stream gewesen, oder? Nee, in unserem Stream habe ich die Zeitkritze gegessen und ein bisschen später habe ich jetzt am das Dienstag... Das war Mittwoch dann. Das war Freitag letzte Woche, Sky. Ja, okay, nee, stimmt, da habe ich nur gezeigt. Und Dienstag habe ich die 5000 Zeitkritze für Drobut gekauft und die 3000 Buffood. Das habe ich nicht mehr bekommen mit dem Buffood. Das war dann wahrscheinlich der Nachmittags- oder Abendstream, oder? Habe ich das Offstream gemacht? Ich weiß gar nicht, krass, als ich das Offstream gemacht habe irgendwann. Und dann habe ich mir hier damit vollgefressen und habe noch ein paar Moorrennen und sowas gemacht. Mir fehlen jetzt, also wirklich von allen machbaren Erfolgen, muss ich von denen, die man nur einmalig machen kann, noch 2 Events in der offenen Welt machen und noch 2-mal Moorrennen wetten. Und ansonsten müsste ich noch, ich glaube, 10-mal das Event, dieses Ansturm-Event außerhalb machen für die jährlich wiederholbaren Erfolge. Und dann bin ich durch. Dann habe ich tatsächlich alles gemacht, was im Dragon Bash möglich war. Ja, hast du aber auch das Bubblehead-Labor benutzt in Holbrook? Das ist ein versteckter Erfolg? Was? Nö, eigentlich nicht, aber es ist witzig. Mach mal und schau dir mal das Hologramm von Galgatoy an. Ach so, ja. Okay. Werde ich machen. Sieht das witzig aus? Wahrscheinlich, ja. Wenn du mir das so sagst. Also, das war für den Stream morgen, oder? Du hast schon wieder, stimmt? Morgen ist kein Stream. Da okay. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, wir haben, das habe ich, glaube ich, am Dienstag auch schon erzählt, ne? Ja. Das wunderbare Turnier. Wir tanzen ein Tanzturnier am Freitag, weil Hauptgruppe Leute, also Menschen zwischen 18 und 35, arbeiten ja bekanntlich freitags nicht. Deshalb startet das Turnier bereits schon um morgen um 12.30 Uhr, 13.30 Uhr, ich glaube 12.30 Uhr oder 13.30 Uhr und wir tanzen Samstagmorgen nochmal in der Früh den zweiten Tag. Übrigens, Dankeschön, liebe Organisatoren der Dancecom, dadurch ist die Hauptgruppe D winzig klein geworden. Letztes Jahr waren wir 27 und 31, dieses Jahr sind wir 14 und 19, glaube ich. Was einfach daran liegt, dass keiner Bock hat, Freitag sich freizunehmen dafür. Und Leute, die halt aus Berlin für ein Wochenende hier hinkommen, um Samstag und Sonntag zu tanzen, kommen nicht, weil nur Samstag lohnt sich einfach nicht. Ja, die müssen sich dann ja auch schon den Donnerstag freinehmen oder sollen die dann über Nacht fahren? Nein, das ist ja der Punkt, sie kommen den Freitag nicht, ja. Kommen dann nur den Samstag und ein Wochenende woanders hinfahren lohnt sich nur, wenn du Samstag und Sonntag tanzt. Das ist so unsere Erfahrung. Ja, ja. Und deshalb ist es dieses Jahr sehr leer geworden. Danke dafür. Perfekt geplant.
Genug, ja. Aber die Senioren tanzen Sonntagabend, die ab 65. Das ist ganz wichtig, ja. Da hätte ich keine Zeit gehabt. Die tanzen Sonntagsblues. Gut. Bobblehead. Für den, also ich schaue mir das im Stream auf jeden Fall noch an. Ich habe ja noch über eine Woche Zeit dafür. Wie weit bist du, Sky? Ich bin gut dabei. Aktuell mache ich gerade das Abenteuer, weil ich brauche noch was. Ich brauche ein verdammtes Hologramm. Das ist natürlich immer bitter, sowas. 499 von 500. Ein holographischer Gegner. Dann geh einmal in die Arena, hau drauf und geh raus. Ich muss eh noch das andere draußen machen, von daher passt das dann ganz gut. Ja, ich hatte ja viel Spaß gehabt letzte Woche am Mittwoch. Freitag. Ein Mittwoch, als wir gespielt haben, aber das habe ich glaube letztes Mal schon erwähnt. Haben wir Mittwoch gespielt? Echt? Ja. Oh, okay. Ich habe doch Urlaub gehabt für Summer Games. Ach ja, du hattest wegen dem Summer. Ja, okay. Ja, hat Spaß gemacht. Dann hatten wir ja gestreamt, hatten ja auch die Drachenarena gemacht und darüber geredet, dass wir nur den 18. Platz gemacht haben und ja. Ich wollte halt nur mal wissen, wie weit ihr einfach seid wegen dem Feedback. Weil es heißt ja immer, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, wir haben zu viel Content im Spiel und keiner kommt hinterher. Wie sieht's nach einer Woche jetzt aus? Also ich muss halt aber auch sagen, es ist nur wegen der Livestreams, dass ich das so gemacht und geschafft habe. Ich glaube, außerhalb war meine Motivation relativ gering, das zu machen. Wie gesagt, spielerisch motivieren mich halt gerade tatsächlich ein paar andere Spiele noch. Und, Dein Auto-Chess, wo du nichts nachdenken musst, oder? Nur weil das derzeit der große Shit ist. Wow. Ich muss da tatsächlich sehr nachdenken. Das ist ein Strategiespiel, Bro. Das ist nicht einfach nur. Sie von selbst? Spielt sich überhaupt nicht von selbst. Das ist wie ein Mobile-Game. Ja, das ist aber ein gutes Mobile-Game. Ein wirklich gutes Mobile-Game. Also, wenn ihr irgendwie ein cooles Spiel sucht für euer Smartphone, Dota Underlords ist echt cool. Kann ich da nur empfehlen. Ja, haben wir das auch wieder gut abgehakt. Ja, ich habe halt tatsächlich nur wegen der Belohnung. Bash. Lass mich nochmal zurück zu Dragon Bash kommen. Denn die Galerie hatten wir letzte Woche noch nicht. Für den jährlich wiederholbaren, für den Erfolg, für 5 tägliche Erfolge, ist das richtig? Die 9 holographischen Waffen. Und diese 9 holographischen Waffen haben wir uns noch nicht angeguckt. Die sind relativ cool, weil die nämlich, abgesehen davon, dass sie halt so einen holographischen Durchschaueffekt haben, auch fancy glitzern. Die sind, wenn du es genau so angeschaut hast, sind das die Legendaries. Das die Legendaries? Das sind die Legendaries, ja, nur als Hologramme gemacht. Echt? Das ist der Knaller, schau dir es an. Das ist mir bis gerade eben nicht aufgefallen, aber jetzt, wenn du das sagst. Mal alle in den Chat schreiben, wer auf dem Fashion-Auge blind ist. Hashtag. Woche da mal hinschauen müssen, dachte ich, er kommt mir doch bekannt vor mit dem Stab Metrologus. Ich hab mir halt nur den Bogen angeguckt und dachte mir so, fancy und sieht ein bisschen blättrig aus, das gefällt mir. Ich bin doch nie auf die Idee gekommen, dass das gut so ist, Mensch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ja gut, du hast ja eh keinen Fashion-Geschmack, also von daher. Sind das die Edges oder die Precursor? Aber wobei, das sind Precursor. Guck mal bitte, mach mal bitte Meteorologicus nochmal, dann kann ich dir das sagen. Ich glaube, so ein Mix Meteorologicus sieht ziemlich. Ich habe übrigens gerade mein letztes Hologrammblatt gemacht. Ja, Meteorologicus hat ja den Precursor quasi, dass der weiß ist. Ansonsten sieht er fast gleich aus. Ja, super. Vielleicht können wir irgendwas dagegen halten. Hier, Flammensucher-Prophezeiung. Da sieht man es, dass das nicht legendär ist. Echt? Ja, da ist nicht die ganze Schrift drauf. Okay, die Flammensucher-Prophezeiung. Ich mache sie einmal auf. So sollte die Flammensucher-Prophezeiung aussehen. Ah, ihr seht's nicht, weil das ein anderes Fenster ist. Okay, Monumento. So sieht die jetzt aus. Gut, Precursor sind recht tragisch. Wie sieht denn der Precursor aus, die Auserwählten? Ja, das stimmt, das ist der Precursor, ja. Da haben sie den Precursor. Relativ eindeutig, ja. Aber gehört trotzdem zu den Legendaries. Also im Prinzip ist es ja für die Legendary. Ja, aber das finde ich cool. Das ist eine verdammt gute Idee eigentlich. Was haben die denn? Also, Chapeau erinnert nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Chapeau, es ist ganz gut recycelt, ne? Ich finde es nicht gut recycelt. Oh Gott, die war. Weißt du, warum ich das gut finde? Weil so Leute, die den Skin sich nie erbauen würden, an den Skin kommen können, in einer anderen Version. Niemand ist böse, die freuen sich aber dran. Ich finde, das ist ja nur ein Precursor. Also, ein Precursor ist ja völlig scheißegal eigentlich. Ja, Kenzasaki, das ist dann schon wieder ein bisschen viel gewollt, die als Pre zu benutzen.
dann hätte ja quasi jeder alle 5 Tage einen Precursor umsonst. Das wäre ja schon ein bisschen... Wenn nicht das aber stell mal vor, man könnte die mit 250, Gott, wie heißt das? Krall. Das, was man mal aus Seikritzen jetzt hochgreifen kann. Wofür man 1000 Jorzipan, genau. Aus 1000 Jorzipan und einer Gabe der Erkundung und einer Gabe der Schlacht oder so kannst du dir dann das Legit rausbauen. Das wäre auch ganz witzig. Kann das mal jemand bitte versuchen? ein holographisches Legit. Oh, das wär tatsächlich witzig. Oder bitte nicht 1000 Jorzipan, das wäre ein bisschen teuer. Ja, aber das wäre dann wieder verhältnismäßig vom Aufwand her. Bitte? Ein Jorzipan kostet 8 Gold, das wären also 8000 Gold, das ist jetzt nicht verhältnismäßig. Und du sparst dir damit aber die zweite Sammlung, ne, wo du die ganze Craftable-Gedönse machen musst. Aber das sind ja die Gen 1 Waffen, die sind doch ohne Craftable. Ja, aber du sparst dir die ganzen Sammlungen ja davor. Ja, wer macht die denn? Weiß ich nicht, also es gibt ja bis heute noch Rezepte, die in der mystischen Schmiede noch nicht herausgefunden sind. Ne? Warum sollte da nicht auch vielleicht irgendwie was bei? Wenn sie sagen, ich habe gerade, das Legit kostet nur 2 bis 2,5k. Ja, aber es wäre die holographische Version des Legis. Und das ist doch viel, viel spannender als die normale Legi. Aber ich habe ja ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, dass in der zweiten Woche nochmal so ein zusätzliches Special kommt, so wie es halt beim Drachengepolter damals war, dass da irgendwie, weiß ich nicht, so ein 2-stündiges Feuerwerk ist, wo man dann die ganzen anderen Sachen, also die Geschichte vielleicht dann einmal so nacherzählt bekommt. Das hätte ich ganz schön gefunden. So den ersten Kampf gegen Seitan, dann den Kampf gegen Mordremoth in Form von Feuerwerk halt, ne? Dem man dann beiwohnen muss und dann irgendwie noch einen Erfolg. Stirb doch einfach in Path of Fire, dann wird das auch nochmal wiederholt. Stirb, Imperativ I. Stirb. Stirb. Das ist Dialekt, Junge. So sterbe er dahin. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Sie müsste hier noch Potenzial aufheben für die nächsten Jahre. Seid doch erstmal froh, dass es wieder da ist. Also. Wie ich letzte Woche schon sagte, das ist mehr Drachengepolter, als ich erwartet habe. Das ist ja, ich weiß. Also, ich bin schon zufrieden. Gut, dann haben wir weg vom Drachengepolter noch eine andere Kleinigkeit. Wobei, stimmt, ich habe noch eine Kleinigkeit zum Drachengepolter. Es gibt einen Spieler, der es auch in Videoform aufgezeichnet hat, wie er alle 29 Pinatas bei dem Pinata-Verdreschen verdrischt. Oh, das war so unglaublich gut. Ja, ne? Das ist mega skillvoll, was der Kerl macht. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut einfach kurz in die News rein. Das Video ist extrem gut gelungen. Ja, und dann der letzte Punkt auf meiner Liste ist tatsächlich der Item-Shop-Watch. Dann machen wir den jetzt auch noch fertig, weil das tangiert ist das Drachengepolter nicht mehr wirklich, oder? Nein, es ist mal wieder Himmelsschuppe, Entschuldigung. Es ist immer nur Himmelsschuppe. Ja, also so langsam. Mal gucken, was fehlt uns noch als Himmelsschuppe? Gleiter gibt's schon. Es gibt auch Abbauwerkzeuge, neue Skins, also 1 Skin, 5 neue Skins. Es gibt einen Rücken. Rücken fehlt noch, oder? Nee, es gibt ja ein Gleiter. Achso, Gleiter-Rücken-Kombo, okay. Kleidungsset, was dich selber so zu einer Himmelsschuppe macht. So halb irgendwie mit Flügeln an dir und so Hörnern auf dem Kopf und so. Aber das haben wir nie gehabt. Es fehlt ja auch ein Landru-Kleidungsset. Es ist aber möglich, dass Arena nicht noch sowas macht. Aber so langsam ist das Ding ausgeblutet. Sky, was hättest du noch gerne von der Himmelsschuppe? Was könnte man noch aus ihr rausmachen? Ich weiß nicht, wir haben Mini. Eine Handtasche. Eine Handtasche. Sehr gut. Ein Rücken. Ein Rücken. Okay. Dass er auf deinem Rücken sitzt, so wie damals Faultier. Das haben wir schon. Haben das? Ja, hatten wir doch gerade Rückengleitschirm-Kombo, ja? Haben wir. Nee, es ist, glaube ich, nur ein Gleiter, wo du diese 5-7 Mini, wie die. Achso, ja, nee, dann ein Rückenteil, ja. Ja, nee, also ich hab den Gleitschirm. Also die, nur wenn du gleitest, sind sie da, sonst nicht. Also Gleitschirm fehlt, ein Rückenteil fehlt noch. Anderes Potenzial. Sonst haben wir nicht mehr viel, ne? Doch, irgendwas wird doch so ein Drachenei mit Kopf von der Skyskill raus, da aus dem Labor. Das habe ich noch nie in echt gesehen. Wenn man jetzt gerade geschlüpft ist, kannst du in deiner Heimatinstanz hinstellen, die ganze Zeit füttern. Ja. Kriegst dann irgendwas davon, was weiß ich. So was wie eine Endeknote halt, nur ein bisschen anders.
Und dann, die scheißt dann halt arbeite irgendwas ich den, Ernte, und den Himmelsschuppen-Ernteknoten mit einer Himmelsschuppen-Erntesichel ab. Und, Nein, du musst die füttern und dafür scheißt du dann irgendwas glänze hier ist. Dukaten. Ja. Genau, irgendwas so in der Richtung. Könnte ich mir vorstellen. 10 Goldbarren. Die Leute würden es kaufen. Mini die würden das ganze auch Ding kaufen. Zum Hochcraften in der Sammlung in der Schwarzlöwentruhe. Also ja, seid ihr ein Himmelsschuppenfetischist, dann kommt ihr definitiv auf eure Kosten. Und zwar in jederlei Hinsicht. Ist das irgendwer im Chat oder hängt unserem Chat inzwischen die Himmelsschuppe auch zum Halse raus? Das ist die Frage. Gibt es Himmelsschuppenwaffen? Die Frage ist ja, warum schluckt man eine Himmelsschuppe? Himmelsschuppen. Meinst du wie so eine Chuck-Sammlung? Nee, so ein Schwarzlöwen-Waffenset, wenn schon Geld verdienen, ne? Denkt da dran. Ein Schwarzlöwen-Waffenset in Form einer so ein Streitkolben, wo einfach so der Fuß von der Himmelsschuppe ist. Ja, alles ist so ein bisschen schuppig aufgemacht, das geht schon. Und der abgerissene Kopf von ihr irgendwie als Fokus. Ist jeder Potenzial. Also wenn dann als Schild, so wie bei das Quackern-Schild, wo dann der Kopf so drin einkonserviert ist in Alkohol. Oh, du könntest super aus den Schuppen ja, natürlich, ein endloser Trank, wo du zur Schuppe wäschst. Gibt's den schon? Nee, das fehlt auch noch. Zur Babyschuppe vielleicht, so ein endloser Trank. Oh. Ich möchte gerne, durch. Dass aus den Flügeln, aus den Flügelknochen einen Bogen Miniset fehlt noch. Was fehlt? Miniset. Was für ein Miniset? Na, die Rachenschuppe als Mini. Haben wir doch jetzt. Ist der schwarze in Truhe. Ja, aber so als Set, wie es halt bei der SAB und so, weißt du, ne, in die drei verschiedenen Stadien oder so von der Himmelsschuppe. Warte, was gibt Rubenhüpfer, Rübenhüpfer sagt, es gibt einen Trank. Den gibt's auf der neuen Map. Oh, nevermind. Gibt es? Ah, okay. Ja, für die Große oder für das Baby? Ja, wahrscheinlich für die Große, aber ist ja egal. Ja, kann ich selbst ich eine Himmelsschuppe werden? Echt? Oh, den Trank möchte ich dann vielleicht doch haben. Das finde ich jetzt spannend. Du immer an Leuten kleben kannst, Alex. Oh ja. Oh ja. Das war bei Tea Time so. Da hat irgendein Spieler sich bei, keine Ahnung, wie ich das mache, vor die Kamera irgendwie so dran gepappt. Das sah voll geil aus. Ja, ja. Keine Ahnung wie, aber. Ja, für die große Schritt. Ansonsten gab es noch ein paar Rückkehrer in den Shop, unter anderem die Kastenteufel-Sense, zu der wir inzwischen auch ein Video haben, das Frostwespe-Holzfäller-Werkzeug und die Erntesichel, zu der es kein Video gibt. Ich glaube, das ist die letzte Sache, zu der wir noch ein Video machen müssen. Ich glaube, ich kaufe mir die demnächst mal. Ich hab's ja, ne? Ich hab ja Style. Haben wir die Skins eigentlich schon bewertet? Ich meine, du bist schon durchgegangen. War die Konsortium eigentlich die, wo man die die Rädchen rausgekriegt hat? Nee, es gab das Urwerkzahner war nur die Urwerkspitzhacke. Genau. Okay. Sonst gab's das nicht. Ja, stimmt, wir sind die 5 Skins jetzt im Detail nicht durchgegangen. Ich habe das letztens in einem Livestream aus Versehen gemacht. Reskin, cool, gebrandmarkt. Das war damals so das Feedback. Aber ich glaub, sie haben das gemacht, was ich gesagt habe. Ne? Die haben die vorgestellten Skins aus dem Guild-Chat, ne? die vorherigen Ideen haben sie dann in so ein Set gepackt. Ja, also, ne, farblicher Reskin, nicht sonderlich viel Spannendes dran. Sieht nicht großartig anders aus. Hauptsächlich 4 Farbslots und eine leicht andere Optik, aber wirklich nur minimal. Die sieht ebenfalls fast genauso aus. Hauptsache 4 Farbslots. Und dann kommt halt die einzig coole, wie ich finde, die biolumineszierende. Das ist so der einzige Skin. Das wäre halt in einem normalen Lizenzset wäre es halt so gewesen, ne? Das ist die Lizenz, die du haben willst. Und die anderen 4 wären die Zongs gewesen. Ja. Oder der Grund, warum du weiter Geld ausgibst. Ja, und dann ist halt die Frage, ne, 5x400 wären 2000 gewesen. Random. Das heißt, mit 2000 Edelsteinen hätte ich die garantiert gehabt. Jetzt zahle ich 2000 Edelsteine und habe sie garantiert. Mhm. Kann man jetzt drüber streiten, welches System günstiger gewesen wäre. Aber gut. Das ist die Gebrandmarkte. Die ist halt Gebrandmarkt. Aber das Set gibt's ja schon, ne? Das heißt da also im Prinzip. Aber die ist die einzige, wo halt wirklich noch so einen schönen, durch den Flügelschlag noch einen schönen Effekt hat. Also bei der, da steckt ein bisschen mehr Arbeit drin. Warte. Das ist ja das ursprüngliche Asset. Die hatten ja erst die Idee, dass die ein bisschen mehr gebrandmarkter waren, haben sich dann ja dagegen entschieden, weil die nicht wollten, dass das so nach Gegner aussieht. Hier ist sie, ja. Ja, gut, durch den Flügelschlag-Effekt sieht das wirklich ein bisschen schöner aus. Trotzdem, siehst du, bleibt eine Gebrandmarkte. Gebrandmarkte kommen mir nicht ins Haus.
Solange sie ihre Füße unter meinen Tisch stellt, wird sie nicht gebrannt sein. Ihre Pranken. Jawohl, und dann haben wir, jetzt beginnen wir quasi mit Teil 2 des Podcasts. Ja, ich habe es vorher schon mal so ein bisschen angekündigt. Benz hat die Ankündigung auch tatsächlich wahrgenommen, ein paar andere auch. Und es steht auch so im Titel. Es ist der Podcast Nummer 299. Es ist so, wir haben jetzt 299 Mal hier gesessen. Ich sogar schon 349 Mal, wenn man alte Podcasts dazu zählt, minus, keine Ahnung, 30 Mal, die ich vielleicht nicht da gewesen bin und wo ich Sky das Ganze hab machen lassen oder die anderen. Ich habe alles Solo-Podcasts. Ich habe alles schon mal erzählt in dem Podcast, glaube ich, was in meinem Leben passiert ist und auch nichts. Und deshalb machen wir jetzt einfach eine lustige Fragerunde, wo ihr uns Fragen stellen könnt und wir weiter aus unserem Leben plaudern und erzählen. Es wird also so ein bisschen off-topic gemütlich jetzt. Ich habe im Vorfeld geschrieben, ihr dürft uns alles Mögliche fragen. Wir können über alles diskutieren. Egal, ob Ideen zu neuem Content, Diskussionen über das ArenaNet-Marketing, ist ein ganz beliebtes Thema bei uns in der Redaktion. Fragen zu uns, zu unserem Guild Wars 2-Account, was euch auch immer einfällt. Zögert nicht, diese Fragen zu stellen, ob ihr eine Antwort kriegt oder nicht. Das werden wir dann sehen. Real Zero Force möchte gerne Skys Lebensgeschichte hören. Wie hat das angefangen, damals mit 0 Jahren? Mit 0 Jahren? Keine Ahnung, kann mich nicht dran erinnern. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Da ist die Geschichte was soll ich jetzt erzählen? Keine Ahnung, erzähl was aus deiner Lebensgeschichte. Wenn du das nicht machen möchtest, habe ich noch ein paar sinnvollere Fragen, aber... Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Gib mir einen Hinweis. Ich bin damals von meiner Mutter gewickelt worden und sie hat sich einmal umgedreht, um eine Windel aus dem Schrank zu holen und hat nicht damit gerechnet, dass ich mich schon so stark bewege. Also bin ich links von der Wickelkommode runtergerollt mit dem Kopf vorwärts in den Windeleimer. Solche Geschichten mögen die Leute. Manch einer behauptet, das hat mir nicht gut getan. Ist auf den Kopf gefallen, genau, aber richtig. War ich gelandet. Manch einer sagt, daran ist viel kaputt gegangen in meinem Leben. Solche Geschichten helfen mir gerade nicht, jetzt wo ich so ein Onkel geworden bin. Ja, lerne was aus dem Fehler meiner Mutter und dreh niemals dem Kind den Rücken zu. Großregel Nummer 1. Manche würden sagen, man sollte dir jetzt noch nicht den Rücken zudrehen. Ich finde Noratus Frage übrigens sehr, sehr wichtig. Wollte Kati schon als kleines Mädchen ein Kobold in Black Desert Online werden? Ich glaube, Kati ist weg. Warum glaube ich, dass sie AFK ist? Dann antworte ich für Kati, natürlich wollte sie das. Was war Noratu denn wollte unbedingt von dir wissen, ob du schon als kleines Mädchen ein Kobold im Black Desert werden wolltest. Mit Sicherheit. Nicht neben Katze, Kati. Nein, das ganz bestimmt. An mir ist ein kleiner Kobold verloren gegangen, dafür steht das K und ich bin nicht über die 1,60 Meter drüber hinweggekommen. Fräulein Kobold, das ist cool. Das wirst du jetzt nie mehr los, Fräulein Kobold. Ach, ich habe auch schon Fräulein Karikaturik gehabt oder das K steht für Kasmir wegen meinem chronischen Schluckauf. Fräulein Kaschmir. Gottes Willen. Ah ja, wir haben ja aber tatsächlich von Profbits im Vorfeld ein paar kleine Bröckchen hingeworfen bekommen. Glauben wir, dass das Fest der vier Winde noch im August oder doch erst im September kommt? War da eine Frage. Boah, also ich hoffe, dass es ja das in kommt 2 Ende Wochen Juli. Kommt. Ja. Ich könnte euch sogar sagen, wann ich schätze, dass es kommt. Und zwar, oh, verdammt, das kommt davon, wenn man Bild nach unten als Text schaut. Jetzt bin ich bei 2030. Letzte Dienstag im Juli, weil dann haben wir eine Woche noch zwischen. Zwei haben wir dazwischen. Drachengepolter. 2? Geht das nicht über 3 Wochen, das Drachengepolter? Ja, genau. 25, ach so, oh, 2, okay, ja. 9. Ja, 25 würde ich auch sagen. 25. Juli macht auch schon Sinn. 23 und so. 30 sind die beiden. Ja, dann ist es der 23., den ich meine. Ja. Oh ja, stimmt, ist ein Donnerstag. Ich kann nicht mal Kalender lesen. D und D, das liegt nebeneinander, ne? Dienstag, Donnerstag, alles gleich. Ich sag, es wird der 30. Da liegen 2 Wochen zwischen Dragon Bash und Passt das denn mit dem Patch-Rhythmus? Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ist mir aber egal, weil ich da glaube, dass mit dem Ende des Drachengepolters eine Nebengeschichte kommt. So eine Übergangsnebengeschichte, die hält 2 Wochen. Da brauchen wir definitiv was, ja. Und dann kommt am 30. das Fest der 4 Winde zurück.
Weil am 23. wäre nämlich wieder ein Item Shop Watch mit Patch. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben mittlerweile, damit ich weiß, wo ich mehr machen muss und wo ich weniger vorbereiten muss. Das passt halt zu dem, was letztes Jahr war. Ja. Das war auch in der Woche. Das war, glaube ich, dann der 24. Ja, ich habe es ja verkackt mit meinem Daily Comic. Ich wollte ja in der Woche, habe ich das letzte Mal schon erzählt? Egal. Ich wollte ja in der Woche, wo es drin kommt, ja, Archo haben. Ja. Ja, hat nicht gut geklappt. Ja gut, ich habe es erzählt, und zwar letzte Woche in unserem Stream, aber nicht eben im Podcast. Tank möchte von mir wissen, schon, warum ich Werbung für die Knappschaft gemacht habe oder dass mein verschollener Zwilling ist. Halt, stopp, ich habe Werbung für die Knappschaft gemacht? Eigentlich kann ich für die Klappschaft überhaupt keine Werbung machen. Weil du haben... mit denen immer anlegst, ne? Weil die immer Fristen geben, so, hallo, hier ist eine Post, deine Frist ist vor einer Woche abgelaufen. Nein, es sind tatsächlich 2 Tage, nachdem ich das bekommen habe. Und das Geile ist halt, die wollen meine Studienbescheinigung für das nächste Semester, also für das jetzige Wintersemester, wollten sie die Studienbescheinigung bitte im März. Und da habe ich denen gesagt, wie in jedem Jahr kriege ich diese Studienbescheinigung frühestens ab dem Punkt, an dem ich den Betrag überweisen kann, und das ist Mai. Ja, ist uns egal, dann zahlen wir halt im April und Mai für sie nicht. Wow. Sie kriegen das dann nachgezahlt im Juni. Das Wechsel ohne Flachs, was ist das für ein Verein, ey? Ja. Wie war das Beweisbild im Discord gepostet? Oh, du kannst, was? Doch, du kannst gucken. Ich sagen, welcher Chat wo? Ich muss das sehen. Muss ja dann irgendwie Smalltalk oder so sein. Oh wow. Das Bild der Knappschaft Bahn. Holy shit. Also wenn ihr mich darin erkennt, ne, dann habt ihr auch ein bisschen zu viel gestern Abend gebechert. Und außerdem hat er doch keinen Oberlippenbart. Oder? Ich meine, er hat lustige, lockige Haare. Okay, geschenkt. Von der Frisur her könnten wir recht ähnlich sein. Aber ich habe ja wohl viel schönere Augen und eine deutlich kleinere Nase. Und ein Kinn mehr als er. Aber ansonsten ist... Ich habe jetzt gedacht, ein Kind mehr als er, weil er daneben steht. Wow. Was weißt du, was ich noch nicht weiß, Kathi? Du, bei Männern ist das immer ein bisschen problematischer als bei Frauen. Alex verhütet, der ist ganz... Weißt du das? Ach stimmt, du hattest heimlich meine Vorräte durchwühlt, ne? Als du bei mir warst. Ich erinnere mich. Ich da alles gefunden habe, das war schon speziell. Das vertiefen wir hier besser nicht. Leute glauben es auch noch, das ist so schlimm. Kiwi hat gerade nach Ramon gefragt. Ich kann dir zumindest schon mit Sicherheit sagen, dass Ramon nicht im 300. Podcast sein wird, wenn du das wissen willst. Wir haben ihn noch nicht gefragt, also wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Doch, ich kann dir das zu 100% sagen, dass er nicht da sein wird. Entschuldigung. Was hast du getutet? Ich wollte Discord zumachen, hab Teamspeak zu. Das sind 2 blaue Icons, die direkt nebeneinander sind. So eine Scheiße. Was ist los mit dir heute, Kathi? Kathi ist ja gut drauf, ich genieße das voll. Ist man nicht gewohnt, durch, ja. Es tut mir leid. Ich habe vor dem Podcast schon gesagt, Kathi wird jetzt, also wir haben Kathi verdorben. Sie hat jetzt Spaß im Podcast. Wow. So, wo wird es in der neuen Season gehen? Season 5 Hype, schreibt Tessa. Das war dieselbe Frage, die auch Profbits uns gestellt hat. Was erwartet ihr von Season 5, Episode 1, Karte, Gameplay, Geschichte? Sky, beliebtes Thema, Spekulatius. Komm mir mit Kanter, Baby. Nein, komme ich nicht, weil das würde bedeuten, dass sie viel Arbeit investieren, neues Art-Design machen und sich wirklich viel Mühe geben. Und so wie die Lage aktuell war, sie mit Season 5 einfach mit allem weiterlaufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da einen ganzen Kontinent dafür machen. Das ist geil. Es wäre toll, also ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube es einfach nicht, weil das ist wie mit Path of Fire, du musst halt extrem viel neu machen. Und die Living World Karten waren eher so, wir machen ein bisschen was neu und machen viel Copy-Paste und zimmern das schön zusammen. Das haben sie ja gut hinbekommen in Staffel 4, also kann man ja nichts sagen. Bei Staffel 3 kann man drüber streiten. Also ich bin ja der Meinung, dass, also wenn diese ganzen Umstrukturierungen nach den Entlassungen etwas gezeigt haben, dann, dass sie sich wieder mehr für Guild Wars 2 begeistern müssen. Und das wiederum würde dafür sprechen, dass sie mit der lebendigen Welt Staffel 5 zumindest in der Episode 1 ein Feuerwerk abfackeln müssen, um den Leuten zu zeigen, wir sind hier, wir sind da, wir räumen richtig auf. Und das gibt mir die Hoffnung, dass zumindest die erste Episode ein richtiger Knaller wird.
Ja, wir holen ein Heilmittel für Taimi, die die ganze Zeit in Ohren legt, dass sie bald sterben wird und alles ganz schlimm ist. Boah, freue ich mich schon drauf. Also theoretisch könntest du daraus eine wunderschöne Geschichte stricken, dass du einen NPC findest, der dir von einem weit, weit entfernten Ort erzählt, an dem du das Heilmittel findest. Diesen Ort musst du erkunden. Ich will die aber nicht retten. Ich aber, also eigentlich nicht, aber ich finde eine Story. Die geht mir auf den Sack. Ich mag die Synchronsprecherin, ich mag auch wirklich, wie die spielt ihren Charakter auch toll, aber mir geht der Charakter auf den Sack. Boah, egal, nee. Auf jeden Fall könnte ich mir selbst da vorstellen, dass sie da halt eine schöne Geschichte draus stricken, wir dann durch ein spannendes, urwaltiges Gebiet irgendwo ins Nirgendwo laufen und uns dabei Gefahren und eine verlorene Zivilisation über den Weg läuft und ab da wird alles gut. Dafür noch träumen, oder? Ja gut, lass mal erstmal Kadi noch hören, dann hab ich noch eine Idee vorhin gehabt, falls wir es durchgesprochen hatten. Ich bin mir völlig unentschlossen. Bauchgefühl sagt so ein bisschen, dass wir vielleicht auch tatsächlich wieder Richtung Norden gehen, weil wir jetzt dann mit Donnerkopfgipfeln dann auch so ein paar alte Assets aufgemöbelt bekommen haben. Dass es vielleicht tatsächlich so ein bisschen Richtung Zwergen etc. Norden geht. Vielleicht kommt dann tatsächlich irgendwie noch was mit der Halle der Monumente, weil sie ja jetzt, ne, da gibt es ja diese Spekulation über Guild Wars 1, das könnten wir vielleicht noch anreißen. Dass wir dann vielleicht auch noch so nach Alt-Askalon gehen oder beziehungsweise in die alten Char-Lande. Oder was ich persönlich sehr interessant fände, weil wir jetzt mit den Djinn dann auch so ein bisschen die Verbindung zu Melandru hätten, dass wir uns so ein bisschen an diese Druidentempel ranmachen und vielleicht auch mal so ein bisschen das Gebiet erkunden Richtung Yantir-Bucht und so. Ich möchte übrigens das machen, was Darkwater möchte. Aus den Weltraumpilzen ein Heilmittel kochen. Und selbst wenn es nicht heilt, wird es auf jeden Fall witzig. Bin ich vollkommen für. Ich bin eher enttäuscht, dass ich mehr mit den Weltraumpilzen gemacht habe. Nein, aber jetzt mal, also ernsthaft, ich habe vorhin so ein bisschen Skies Hass gegen Taimi aufgenommen und gesagt, wir laufen irgendwo lustig in die Wildnis. Ich habe, glaube ich, bei dem zum Ende der letzten Episode schon mal gesagt, in welche Richtung das in meinen Augen gehen könnte. Ich bleibe dabei, dass wir uns von Drachen fürs Erste fernhalten werden und stattdessen so ein paar rassen-interne Konflikte eine Rolle spielen würden. Dabei wäre es durchaus möglich, dass die Char probieren, hier wieder irgendwas zu übernehmen. Die wurden ja in letzter Zeit so ein bisschen storytechnisch vernachlässigt, wenn man ehrlich ist. Asura, wir haben die Oma Al-Khan gehabt, komm, ich bitte, ich bash das Stamm. Ja, okay. Die grünen Chars, die jeder hasst, liebt. Minimaler Punkt, aber es war halt schon eher so eine Menschen-Guild Wars 1 zentrierte Expansion. Es war vorher eine sehr Sivari zentrierte Expansion. Es war immer Taimi und Inquistur mit drin. Nee, eigentlich haben die Norn am meisten gelitten, ne? Mhm. Ja. Scheiße, doch, Jormark. Immer nur von Braham vertreten und ich weiß nicht, da gibt es schmeichelnere Sachen. Das ist ja furchtbar. Das heißt halt wirklich, also wenn man jetzt danach gehen würde, was Rassenpräsenz angeht. Holpark aktuell, weißt du, vielleicht, Zwinger. Könnte es tatsächlich sein, dass die Norn in den Fokus kommen? Dann wäre Jormark oder irgendeine Bedrohung aus dem Norden nicht unwahrscheinlich. Vielleicht hat er einer von den Norn Lack gesoffen und hat Bock, sich irgendwie eine ihrer alten Städte zurückzuholen, die sie früher im hohen Norden hatten. Und da wir schon führen so eine Expedition mit Braham an. Ja, oder wir wollen den Svanir-Fluch brechen. In Ehren an Jora-Statuen. Ach Gott, hör auf. Also, sowas, da kriegt ja Wutenpotatoes ein feuchtes Höschen, was das angeht. So, boah, Charlor und Blutlegion und Flamme und keine Ahnung und alles und diese, boah, und alles. Und ich denke mir nur so, boah, nee. Ja, ist allgemein. Nein, da kriege ich auch ein feuchtes Höschen. Das ist. Ehrlich, das kommt zu viele Jahre, das kommt 5 Jahre zu spät. Das hätte, nach Zeitan hätte das sein müssen. Da hätten sie nicht mit Scarlet rumhantieren sollen und Mary Sue und Anime-Charaktere und scheiß Riding machen sollen. Da hätten sie dann die Innerrassenkonflikte machen können, weil das wäre der beste Zeitpunkt überhaupt. Jetzt ist der beste Zeitpunkt. Nein, jetzt nicht. Wir haben so viel die Welt gerettet, wir haben so viel gemacht mit allem drum und dran. Wir haben jetzt eine Altdrachin erschaffen, wir haben
drei Drachen mittlerweile getötet. Ja, und jetzt wieder die Probleme von dem kleinen Non lösen oder von den Char lösen, weil sie zu inkompetent ist, allein zu machen. Ich weiß nicht, komm, ich bitte dich. Genau dieses, stell dir mal vor, wir würden jetzt nach Ascalon gehen und würden das Geisterproblem lösen, endlich. Das ist vielleicht für GW1-Fan oder für die GW2-Fans witzig. Aber das hatten wir ja in Staffel 2 schon gemacht mit Rüttler. Ja, darum geht's doch gar nicht. Das Ding ist halt, ne, also jetzt mal so, ich meine, es ist eine Fantasy-Welt, aber was ist denn so das realistische Szenario? Wenn halt irgendwie ein großer Sportler seine Karriere beendet und der kommt zu Hause in seinem Wohnzimmer an, dann fällt ihm doch die Decke auf den Kopf. Der weiß doch gar nichts mit sich anzufangen. Und genauso geht's halt unserem Helden auch. Auch da könntest du sowieso schöne Geschichte draus kreieren. Du gehst erstmal in deine Heimatinstanz, da kommt so ein Text irgendwie 5 Monate später. Und du merkst so, okay, Fett. Die ist langweilig. Ja, ich bin fett. Ja, super. Finde ich mega. Ich meine, das Unkraut wächst dem Sputti aus den Ohren. Und da kommt so ein kleiner Sevari und sagt, du, der blasse Baum ist aufgewacht. Oder der blasse Baum ruft dich. Und ich so, was, blasser Baum. Und da bin ich halt so, oh, endlich ein Auftrag. Und dann heißt es am Ende, ja, fang für mich zwei Fahnenhunde wieder ein oder so. Und ich sag, ja, geil, endlich wieder was zu tun. Muss ja wieder in Form kommen. Die werden dann mit den Pilzen gedopt, damit die schneller sind. Dann schließt sich der Kreis. Ja, sehr gut. Ja, aber das ist halt. Ja. So ist es halt. Dir als, hey, du kannst nicht den ganzen Tag nur die großen Probleme der Welt lösen. Manchmal musst du dich auch mit deinen eigenen kleinen Problemen befassen. Ja, aber ich verstehe das ja auch. Und das kann ja auch schön sein. Aber das ist halt wieder so, ich weiß nicht, das geht dann. Du hast doch selbst gesagt, du willst die Staffel mit dem Knall anfangen, damit du sagst, hey, das Spiel lebt noch, es geht weiter. Kannst du nicht anfangen hier, ja, jetzt bau doch mal Schilder irgendwo hin und sammel Flüchtlinge oder sowas. Aber wenn die Episode entsprechend aufgebaut ist, darfst du ruhig innerhalb der Episode langsam einsteigen und es muss sich dann zu einem Höhepunkt hochspielen. Also es darf durchaus schon am Anfang 2 Filler-Instanzen haben, wo es erstmal darum geht, dass uns die Decke auf den Kopf fällt und dass nicht viel passiert. Und dann passiert halt irgendeine Action und ab dieser Action geht's dann so knall, 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 knall. Punkt, 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 alles hintereinander weg. Und das wird geil. Ja, Kathi, mach du. Ich hätte tatsächlich ganz gerne mal so wirklich innerpolitische Konflikte, dass die ganze Lore der Völker mal wieder so ein bisschen Tiefe bekommt und dann, ja, leidlich, aber notwendig, auch mal so ein bisschen der Bogen zu Guild Wars 1 und der Geschichte geschlagen wird. Also es muss ja nicht alles wieder neu durchgekaut werden, das auf keinen Fall, ne, was passiert ist, aber es muss auf jeden Fall was Neues basierend halt einfach auf den Kulturen passieren und da ist einfach so viel Konfliktpotenzial. Guck dir doch mal Flant an, wie ätzend der war. Jetzt nicht, dass wieder was mit Azura kommt, ne, aber dann haben wir ja noch die Flammenlegion, Blutlegion. Ich weiß das immer nicht bei den Char, welche sich da so abgekapselt hat. Bei den Noren hast du ja auch diese Geschichte mit diesem Stolz, den die halt einfach haben, ne, dass die halt immer diesen kriegerischen Willen haben und gewillt sind auszuziehen, um irgendwas zu jagen. Und dann haben wir eigentlich auch noch den Riss im Zahn von Jormark, der da völlig unkommentiert Zahnprobleme bekommen hat. Die Silvari haben eigentlich auch noch ihre Problemchen. Was vielleicht auch mal eine ganz interessante Kiste wäre, was dann auch mal das Ganze ein bisschen beleben würde und interessant machen würde, dass du halt das Multi-Charing ein bisschen bedienst, ist, dass wir vielleicht mit jeder Episode so eine Story bekommen, wo jede Rasse ein bisschen was für sich an Konflikt zu bewältigen hat. Das wäre hart aufwendig, aber schön, ja. Weil im Prinzip musst du dann ja vielleicht noch nicht, also ne, dann macht man das halt nach wie vor, dass es überall eine neue Karte gibt. Entweder begleitest du dann halt denjenigen aus der Drachenwacht, der halt dieser Rasse angehört, oder du bist halt selber derjenige, das wird dann ja auch von der Lore her passen. Und arbeitest dann da so ein paar Sachen auf, weil es ist doch noch genug offen. Alleine schon das mit Kasmir und Marjorie, so man, ne, dann was ist mit Jenna, und es gibt ja genug Sachen, wo man wirklich Cliffhanger finden könnte. Schon wieder Jenna. Oh. Ja gut, jetzt mal so als menschliches Beispiel, ne? Nein, aber ich finde das super. Also ich mag auch diese Innerrassenkonflikte und habe immer gesagt, dass ich das will. Und auch wenn Sky da gerade drüber gelästet hat, ich wurde bei Kadis Beschreibungen teilweise schon feucht im Höschen. Und das ist okay. Ich persönlich finde es halt einfach zu spät mittlerweile. Weil viele Leute sind da auch einfach draußen. Ich keine Ahnung. Aber um das nochmal aufzu... Also ich habe eigentlich zwei Sachen. Also mach mal erstmal das Erste. Weil du gesagt hast,
in Norden gehen und so ein Zeug. Es hatte ja auch, glaube ich, in der nächsten Frage jemand gefragt, war das, da ging es doch um die Halle der Monumente? Ja, Monumente, ja. Genau. Und da bin ich halt wieder auf die Idee gekommen, wenn wir Richtung Norden gehen würden, wäre doch die Halle der Monumente ideal, um ein zweites Sanktum rauszumachen, was uns vielleicht dann in der Richtung in der Staffel beschäftigen könnte. Dass unsere Hauptzentrale ist und wir führen halt einen Kampf im Norden weiter und so in der Richtung. Da könnte natürlich auch mit den Norden, mit ihren Kulturen und das ganze Zeug auf jeden Fall weitermachen. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was ich mir auch als Feature gut vorstellen könnte. Gerade so dieses Housing in Anführungszeichen vom Sanktum ein bisschen besser noch machen, noch ein bisschen weitermachen, weil sie hatten ja mittlerweile genug Zeit, um das Zeug von der Jahai-Klippe mit weiterzumachen. Also es müsste theoretisch gesehen von der Entwicklungszeit reichen vom Team her. Dem Team, was schon weiter dran arbeitet. Also das wäre eine Möglichkeit, das könnte ich mir gut vorstellen. Also das hätte auf jeden Fall... Ja, es hätte auch was Heimisches einfach. Du hättest eine Basis, wo du zurückkehren könntest und könntest das natürlich dementsprechend erweitern. Ja, guck, das wär zum Beispiel jetzt, um deine Theorie weiterzumachen, das wäre eine Möglichkeit. Da könnte man natürlich auch wieder Richtung Jormark vielleicht gehen, eventuell. Dann kann man auch wieder das Thema zu den Drachen machen, weil Tom Abernethy hat ja auch gesagt, das mit den Drachen und so weiter wird uns weiter begleiten. Was heißt denn das jetzt, dass wir einen Altdrachen kreiert haben? Was heißt das über die Drachen, die ja anscheinend doch nicht komplett böse sind? Gut, Mortimer. Ah, böse. Aber so in die Richtung. Also man kann da auf jeden Fall den Bogen weitermachen, hat aber dann trotzdem, so wie ihr das halt wollt, mit Norn halt endlich mal eine Rasse, die halt außer Saufen und Braham nichts wirklich groß zu bieten haben. Hallo, sie haben die besten Kämpfer in ganz Tyria. Ja, aber die werden auch immer dargestellt als Saufen, haut drauf und so. Ja, richtig. So. Und da könnte ich halt viel mehr machen. Allein die Tatsache, die sind doch eigentlich Wechselbelger, oder? Die könnte ich doch... oder ist doch so, die könnte ich doch verwandeln in Tiere, oder bin ich da verkehrt? Ja, aber das ist ja kein Wechselbalg, das ist ja eine Fähigkeit, die die erhalten lass mich jetzt nicht lügen, also das ist ja keine wilde Jagd, die die machen, aber mit ihrer Reifeprüfung. Oder? Irre ich mich da jetzt? Wo sind die Nord-Spezialisten? Ja, weil ich weiß, sie können sich verwandeln. Okay, das ist kein Wechselbalg, aber sie können sich in ein Tier verwandeln. Ja, ja. Aber kann von dem das auch? Schreien, dem sie quasi sich am nächsten... Also dem sie sich dann anschließen, ne? Wolf, Bär. Kannst du das sogar als Spielercharakter? Ja. Ehrlich? Ich spiele keinen Norn, deswegen frage ich ja. Ja, die Norn haben Rassenfähigkeiten. Bär, Leopard, Wolf, Rabe. Nimmt nur keiner, weil die scheiße sind, aber... Ich habe es ja ehrlich gesagt noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß, glaube ich, dass Jorah damals ihren Bruder damit umgebracht hat, oder? Genau. Den Ashen, ja. Sohn von Svanir. Er war Svanir. Er hieß Svanir. Genau. Haben wir geschrieben. Das ist der Grund, warum sie die Söhne Svanirs heißen, weil sie sich den Kult um Svanir anschließen. Wie immer übrigens der Meinung sind, dass wir zu Unrecht den Nornbären getötet haben. Also um vielleicht da nochmal lore-technisch tiefer zu gehen. Svanir war der Bruder von Jorah. Er lief so lustig über den Eissee. Unterhalb des Eissees befand sich ein Drachendiener von Jormark und der hat ihn halt korrumpiert. Der wurde so ein bisschen verrückt. Er hatte früher die Chance, sich in einen Bären zu verwandeln. Und durch diese Korruption war er dauerhaft ein Bär. Jorah auf der anderen Seite verlor gleichzeitig die Funktion, zum Bär zu werden. Und von da an war es halt ihre Aufgabe, weil der Nornbär Svanir die Umgebung terrorisiert hat, sich ihrem Bruder zu stellen. Und in dem Moment, in dem sie ihn besiegte, bekam sie halt die Fähigkeit, zurück zum Bären zu werden. Und aus Svanir heraus hat sich halt, oder um Svanir hat sich ein Kult gebildet. Ganz viele Leute, der Meinung waren, der Nornbär hätte niemals sterben dürfen. Er hat für die richtige Sache gekämpft, während die normalen Norn für die falsche kämpfen. Ne, wie das halt so ist, in der realen Welt gibt es das auch. Das schöpft sich da nicht Nornbär, aber auf jeden Fall sind die halt der Meinung, dass Jormark ihr einzig wahrer, richtiger Herrscher ist. Und das ist Bullshit, wie wir alle wissen. Ja, sowas könntest du natürlich ohne Probleme dann damit reinmachen und so weiter. Du hast ein Drachenthema und trotzdem noch ein bisschen mehr Lore und andere Sachen und könntest vielleicht sogar die Geschichte ein bisschen umschreiben, noch interessanter machen. Ronkaron fragt auch gerade, was ist jetzt mit den Göttern? Ne? Muss da nicht einer ergänzt werden? Die Götter sind ja eigentlich weg. Die sind ja gar nicht mehr bei uns auf der Welt. Ja gut, es hieß halt mal, Entwickler haben doch gesagt, dass man da noch irgendwas rausfindet. Nee, klar, wohl, das haben wir wahrscheinlich jetzt. Oder durch Balthasar, die Magie, die den Kralkatorik drin war. Und Na, er hat ja da schon seine Energie, also der hat ja da schon seine Macht verloren. Die wurde ihm ja vorher genommen. Das war jetzt quasi nur so ein bisschen Rest vermischt mit Blutscheinmagie. Nee, ja, hier, Lazarus. Ja, Blutscheinmagie war das. Ja, nee, aber die Entwickler hatten ja gesagt, dass man da noch ein bisschen was rausfindet, aber ich glaube, das... Haben wir schon. Ja, genau, das war das Zeug. Und es muss kein Gott ergänzt werden, übrigens. Ich weiß nicht, wie ihr da gerade auf die Idee kommt. Cormier
war und ist die sechste Göttin. Sie ist halt gegangen, wie alle anderen fünf auch. Also entweder müssen alle sechs ersetzt werden, was nicht passieren wird, weil die Magie nirgendwo hinfällt. Ah ne, mein Balthasar, ups. Ja, aber Balthasar hat ja vorher schon seine Energie entzogen bekommen. Ja. Der war ja eingesperrt. Aber die Frage ist, muss es trotzdem einen neuen Gott des Krieges geben? Ja, ursprünglich war es ja so geplant, das hat Chadwick Boseman gesagt, deswegen weiß man nicht, ob es stimmt. Ursprünglich war es ja theoretisch in Anführungszeichen geplant, dass Aurene zur Göttin des Krieges wird. Das war so der erste Story-Abschnitt, was sie eigentlich machen wollten. Das war die Hauptidee von der ganzen Season. Das haben sie dann aber mehr oder weniger weggemacht. Wurde sie halt zur Altdrachin. Besser so. Aber, also, ne, wir sind ja jetzt erstmal wieder zurück nach Löwenstein gereist. Das heißt, es ist ja wirklich komplett offen. Ja. Was ich mir vielleicht auch noch vorstellen könnte, ist, dass wir in der ersten Episode erstmal noch ein bisschen was damit zu tun haben, um die Kristallwüste so ein bisschen wieder zu ordnen und vielleicht auch mit den Djinn alles ein bisschen wieder. Ja, ich glaube nicht, dass sie die Kristallwüste noch groß machen, weil die Leute hassen es mittlerweile mehr mit der Wüste. Wenn sie jetzt wieder eine Wüste Sache machen. Wie willst du denn anknüpfen? Also das läuft ja sonst wirklich darauf hinaus, dass jemand aus der Ferne kommt und frohe Kunde bringt, worüber auch immer. Ja, oder es, also, ne, Kunde, der Taimi-Arc ist halt der einzige, der offen ist quasi. Ja, und der, denke ich mal, werden sie auf jeden Fall machen, weil Taimi reiten sie bis zum Gehtnimmer. Das ist denn ihr Hauptcharakter schlechthin. Ja, du weißt, wie es machen. Die reitende, der Taimi und Emotionen, weil sie die beste ist, auch von der Synchronsprecherin einfach, das ist Dreh- und Angelpunkt der ganzen Story. Und da wird es sicher weitergehen mit ihr einfach. Ihr geht schlechter, dass man Heilmittel suchen muss. Und das könnte ich mir halt vorstellen. Ja, aber wir hatten ja auch letztes Mal schon darüber diskutiert, dass ja dann quasi die Story für die lebendige Welt Staffel 3 den Cliffhanger in den Raids hatte. Dass die Leute da auf einmal mehr wussten. Da war ja nichts, der Raid ist ja mehr oder weniger jetzt abgeschlossen, da gibt's nichts. Die Djinn machen halt jetzt ein anderes System und fertig. Ja, aber ich finde auch weiterhin, Shiny, dass das kein Cliffhanger war. Was ist, wenn wir Shiny suchen? Wir sind ja immer noch Champion und vielleicht empfangen wir ja auch irgendwelche Aufträge von Aurene. Vielleicht geraten wir auch in Konflikt mit Aurene, weil wir das nicht verstehen können. Könnte sein. Kameradenschwein hat noch eine super Idee. Kameradenschwein. Darkwater hat geschrieben, vielleicht ist unsere nächste Mission ja, Blishs Körper zu bergen. Und ihn. Das wiederum finde ich geil, ja. Das wäre, da würde ich, weil das finde ich interessanter als jetzt mit Charles zu kuscheln, weil Blish ist emotional einfach, mit dem sind wir jetzt durch die Staffel gegangen, das wäre halt interessant gewesen. Also dann quasi wie in Staffel 3 mit eher erstmal so ein. Ein seichter Einstieg. Momentum. Genau, ja. Begräbnis, Einstieg. Um jetzt nochmal ganz kurz diese Götternummer zu klären, weil das immer noch so ein bisschen offen war. Also die gesamte Göttermagie ist jetzt tatsächlich in Aurene. Kormi ist zur Göttin geworden, weil sie die Magie von Abaddon in sich aufgenommen hat. Da jetzt Aurene die Energie aufgenommen hat, ist quasi Aurene unsere Göttin des Krieges. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass alle Götter weg sind. Und ich glaube, auch deshalb wird die Göttergeschichte keine Rolle mehr spielen, weil sie da halt einen offenes Problem hätten. Potenzial hätten sie halt mit Lyssa und dem ganzen Spiel. Ja, aber du holst das, aber du kannst das überhaupt nicht mehr zurückholen, Sky. Erstens haben sie gesagt, sie haben sich verpisst. Damit haben sie endlich schon alles kaputt gemacht. Zweitens, du hast keinen Gott des Krieges mehr und auch keine Chance, jemals wieder einen Gott des Krieges einzusetzen. Ja, aber Lyssa ist doch zwei Personen im Prinzip. Ich meine, und sie ist die Göttin der Illusion. Ich meine, Ja. Die kann auch sagen, wir sind beide jetzt fortgegangen mit den Göttern und in Wirklichkeit war das eine halt nur eine Illusion oder sowas. Ich meine, ja, aber welchen Sinn? Aber was ist? Ich kann ja auch sagen, dass in Wirklichkeit Superkräfte hat, weil er von einer Spinne gebissen wurde und kann sich an den Wänden entlanghangeln. Aber warum? Aber warum regst du dich das auf? Ich meine, das ist doch nur eine mögliche Idee, die wir haben können. Ja, aber es ist eine von Milliarden Ideen und es gibt null Ansatzpunkte dafür. Wow, das ist echt so ein Wunderpunkt bei dir. Du hast die Götter anscheinend absolut. Nein, ich hasse es, wenn jemand irgendwas in den Raum schmeißt, was keinen Sinn ergibt und die Leute interpretieren da so viel rein und wollen dann plötzlich eine Geschichte daraus spinnen. Nein, ich meinte nur, aber das wäre halt, also es wäre theoretisch gesehen, wenn sie halt so einen abdrücklichen Gott oder irgendwas in der Richtung machen wollten, wäre es eine gute Möglichkeit, weil sie haben schon ein paar kleine
Brotkrumen drin. Die haben jetzt keine Bedeutung, die sind einfach nur so drin, aber du könntest die Story trotzdem machen und dann gucken die Leute zurück und sagen, wow, das ist deutlich besser mit Foreshadowing, als zum Beispiel Lazarus benutzt Feuer und deswegen ist er Balthasar. Das weiß doch wohl jeder, habt ihr das nicht gemerkt? So, ihr habt die Leaks gelesen. Verstehst du? Also, ja, aber das ist halt, nein, gesagt, das ist nicht schlecht unbedingt. Das heißt nicht, dass es kommen muss, aber das wäre zum Beispiel einer dieser Fäden, nicht, wo sie benutzen könnten. Kommen muss. Ja, aber das klingt nach einem Faden, der in irgendeiner Art und Weise cool wäre und die Leute fangen sich jetzt an, Gedanken darüber zu machen. Aber dieser Faden ist tot, angezündet, verbrannt und wird auf gar keinen Fall auftauchen. Warum? Du kannst auch damit argumentieren, dass du durch die Unterwelt, die mit Kralkaturik in Drachensturz runtergekommen ist, irgendwie da ein Portal findest und irgendwo hin. Das finde ich logischer als Lissa. Also, pass auf, 17 Gründe, warum es Lissa nicht ist. Okay, Leute, zählt mit 1. Punkt Nummer 1. Sie werden nicht als nächstes ein menschenzentrierte Story machen, nachdem sich die gesamte letzte Story schon um Menschen zentriert. 2. Götter sind allesamt von Tyria verschwunden. 3. Balthasar war der Gott des Krieges, ist jetzt kein Gott des Krieges mehr. Seine Magie ist jetzt in Aurin, das heißt, du hast ein riesiges Götter-Plothole. 4. Hasse Lissa. 5. Ich hasse Lissa. 5 ist zum Beispiel das, was Kiwi gesagt hat. Lissa hat Balthasar unterstützt. Ja, aber was heißt denn das? Warum hat sie Balthasar unterstützt, obwohl der Rampage gegangen ist und die Welt zerstört? Weil du deine besten Freunde unterstützt, wenn du doch. Macht ja keinen Sinn. Alle haben ihn ja mehr oder weniger weggedreht und sagen, ey, du bist mir zu wütend. Hau ab, Arschloch. Wir kennen dich fest. Genau. Und sie hat ihm geholfen. Pass auf, jetzt in so einem Freundeskreis, ne? Wenn vier auf einen gehen, du magst den einen. Freundeskreis unter Göttern. Ja, aber dann hilfst du dem einen. Du verhilfst ihm nicht dazu, tatsächlich seine Pläne umzusetzen, aber du baust ihn halt auf, du lässt ihn ja nicht verrecken. Das sind schon so Dinge, die ich mache. Also, außerdem schreibt Tessa gerade, ich dachte, der hat den Spiegel geklaut. Kann auch sein. Siehst du, wenn er dann seine beste Freundin beklaut hat, warum sollte die zurückkommen? Außerdem hat auch alle Götter verflucht, bis auf Lissa. Er hat alle verflucht, bis auf Lissa. Ja, aber selbst wenn er mit Lissa sechs Kinder gezeugt hat, ist es immer genug Möglichkeiten da. Meinst du, die anderen Götter kommen nachher an Hilfe und wir wurden verflucht, du bist jetzt Champion unter Drachen? Nein, also ich möchte jetzt kurz weg von der Göttersache, sonst hängen wir uns da die ganze Nacht drüber auf. Sakulu ist das Einzige, was ich noch kurz vorlese. Er hat Kommi damals nicht gesagt, dass Balthasar kein Gott mehr zu dem Zeitpunkt war. Da gab es doch schon einen neuen Gott. Da kam auch dieser Bruder Theo. Was? Theo? Keine Ahnung. Balti hat doch Blutstein, Jormag und Primordus Energie gesnackt, weil er nicht mehr die volle Göttermagie zur Verfügung hatte. Das ist richtig. Nicht die volle. No. Aber er hatte halt immer noch Restmagie. Damit hat er ja auch Feuer gemacht bei Ridlock und sowas. So ein bisschen hatte der halt noch Intus. Achso, Theorie. Ah, diese Bruder Theo. Ich dachte gerade kurz, Bruder Theo. Wer ist Bruder Theo? Bruder Theorie ergibt mehr Sinn, Sakulu. Dankeschön. Ja, also, es kann sehr, sehr viel kommen. Es kann auch nichts kommen. Ich glaube aber, und dabei bleibe ich, dass sie in der ersten Episode schon ein kleines Feuerwerk abfackeln müssen. Einfach um zu zeigen, wir können euch auch bei Laune halten. Ich habe die Befürchtung, dass das so mehr wird. Also ich hoffe, dass sie nicht wieder dieses Schema F für jede Episode durchhauen, weil das bin ich so langsam ein bisschen leid. Ich glaube, das wollten sie ja machen ursprünglich, das war ja das Ganze. Die wollten ja ihre neue IP wahrscheinlich dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres raushauen und dafür Werbung machen. Und dann GW2 so ein bisschen, wir machen Living World, weil das ist ganz toll und so ferner laufen lassen, weil das hat ja funktioniert. Die haben ja ein kleineres Team dafür gehabt und die konnten ja die Staffel 4 machen. Haben sie ja bewiesen, das ging ja. Das war ja nicht mehr der Löwenanteil von ArenaNet. Und jetzt also beweisen sie, dass sie auch anders können in den letzten Jahren. Lindsay Murdoch hat im Interview gesagt, dass sie mit der neuen Staffel sich auf die Probe stellen, um herauszubekommen, ob sie die Living World halt nur machen, weil sie die immer schon so gemacht haben. Das heißt doch wirklich, dass die da ein anderes Konzept reinbuttern müssen. Ansonsten haben sie wirklich verkackt. Ja, die jetzt müssen sie, das ist klar. Das ist halt die Frage, wie es. Oh ja, natürlich auch die Frage, wann es dann rauskommt, natürlich. Nach der Sommerpause, irgendwann Richtung September eher, würde ich nichts machen. Und dann aber vorm Weihnachtsverkauf, bevor die großen Titel rauskommen, weil die Leute dann sonst auch wieder eine Aufmerksamkeit woanders haben. Also irgendwo zwischen September und vor November, sprich also bevor Halloween anfängt. Dem würde ich auch. Wenn wir da ja auch beim Punkt sind, jetzt, weil zu dem einen, zweiten Punkt, den würde ich noch sagen, und zwar all diesen Storyfäden, die wir theoretisch machen könnten.
Wenn jetzt ein Addon gekommen wäre, das wäre eigentlich die beste Ausgangslage für ein Addon gewesen, ohne Scheiß. Das, weil Hauptstoryline ist fertig, wir wissen nicht, wo es hingeht. Wenn man Time und Heilung machen wollten, hätte machen wollen, wäre ein Addon gut gewesen, zum Beispiel Richtung Kanta, als Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel Kanta, dann Shiny, zum Beispiel, was jetzt Kati immer will, und mit dem ganzen Zeug, ideal, Ich will das für nicht, aber das Kanta. sind so die offenen Ja, aber du hast Dinge, recht, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und was Sie sich ja ne? vorgenommen haben, ist eine lebendige Welt zu kreieren, die einem Addon würdig wäre. Ob Sie das schaffen oder nicht, das lassen wir jetzt an der Stelle offen. Aber das war ja Ihr hehrer Anspruch. Naja, die müssen ja auch, denn bleibt ja gar nicht anders übrig, wenn das jetzt, weil die, keine Ahnung ist. Ich hab's ja jetzt, aktuell sehen wir das ja sehr gut. Also ich meine, jetzt vor einem Monat, vor einem Monat kam ja Elder Scroll, das neue Kapitel raus, was ja auch Addon in Anführungszeichen so ein bisschen nennen. Das kam raus, hat einen Hype ausgelöst. Dann kam jetzt Shadowbringers raus für Final Fantasy, was einen richtigen Hype auslöst, weil es auch ziemlich gut ist. Jedenfalls das, was ich bis jetzt gespielt habe, ist klasse. Und das zieht halt einfach so. Also ich hab's bei mir halt gemerkt. Ich freue mich natürlich, wenn eine neue Living World kommt und ich zeichne auch darüber und ich werde es ja auch streamen und ich bin ja Fan vom Spiel. Ich liebe das ja. Ich saug da ja auch alles auf wie ein nasser Schwamm. Aber das ist auch die Kritik, die jetzt bei Tita und bei den anderen Content Creator halt immer kommt. Und das kann ich so unterschreiben. Das Problem ist einfach, eine Living World ist einfach dermaßen schlecht, um neue Leute zu catchen, um Leute zu hypen Ja, für das das Spiel. sagen wir seit Monaten. Ja, richtig, genau. Und man merkt halt einfach jetzt Dann richtig fass es doch verstärkt kurz einfach. zusammen. Du hast jetzt so ausgeholt, aber das ist ja das, was wir seit Monaten. Ich erinnere mich an einen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal Tessa hier war. Es war noch das vorletzte Mal, als Tessa hier war, oder vorvorletzte Mal, haben wir irgendwann mal hier gesessen, über Marketing diskutiert und darüber, wie geil es ist, aus Sicht von Gaming-Journalisten, in Anführungszeichen setze ich das immer, einen Add-on zu spielen und zu diskutieren darüber, was für einen Hype das auslöst und warum man das halt, also warum man darüber berichtet, man bewertet es. Du kannst halt nicht jedes Mal eine Living World-Episode zum Beispiel in so einen Test packen und eine ausführliche Test-Review schreiben, dafür hat das gar nicht genug Content. Aber so ein Add-on lässt sich halt viel, viel krasser bewerben. Das ist das, Das was wir seit Monaten predigen. große Problem, was Guild Wars 2 meiner Meinung nach in dem Moment tatsächlich hat mit Add-on/, lebendiger Welt, ist tatsächlich die Art und Weise, wie der Endcontent designt ist, nämlich dass wir diesen horizontalen Progress haben. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, die Leute mit Grind zu beschäftigen, um in der Story weiterzukommen, was automatisch ja den Content weiter streckt und du einfach das Gefühl hast, du hast viel mehr Story. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man von den Add-ons rein nur die Geschichtsstundenzahl zusammenpackt, also von anderen Spielen, dann ist das nicht so unterschiedlich wie bei Guild Wars 2. Du bist nur schneller dadurch, weil du einfach die Sachen schneller hast, um voranzukommen. Du bist dann ja schon 80. Das würde sich tatsächlich nur strecken, wenn die in diese Richtung etwas machen würden. Ansonsten musst du unglaublich viel realen Lore-Content designen. Und das ist ein Aufwand, der nicht machbar ist. Und das ist genau das Problem, was ArenaNet einfach hat. Und die können dann nur Content, in Anführungsstrichen Content, strecken oder produzieren durch Sammlungen, durch diese Art von Achievements, weil du halt nicht irgendwie irgendwas grinden musst, um dich dann da levelmäßig hochzuarbeiten. Das ist ja auch eine Form von Progress, den du machst, vom Belohnungssystem, dass du einem Spieler dann auch noch an die Hand gibst, was du bei Guild Wars 2 nicht hast. Ja. Ja, klar. Also da ist, puh, genau, was du sagst mit Lore, das ist natürlich etwas, wo ein Addon halt glänzt. Also ich kenne es jetzt von Shadowbringers zum Beispiel her, die baut zwar alles auf der Lore auf und das ist auch wichtig, du brauchst das ganze Zeug, um alles zu verstehen, aber trotzdem hast du einfach jetzt eine neue Welt wieder vor dir. Neue Gebiete, komplett neue Story und Wie lange beschäftigt dich die Story, so Interesse halber? boah, also ich glaube 20 bis 30 Stunden kommst du schon hin. Also, ja doch, also Also es kommt ohne hin, 20 Grind, bis wirklich nur 30 so kommst du hin. das Story, der, das, das Ja, Story an sich doch. spielen. Na Okay. gut, Level und die Story natürlich. Das Ja, ist klar, das ohne gehört Leveln, dazu. das ist ja das, sonst ist das mit dem Vergleich schwierig, ne?
Weil du kannst ja bei Guild Wars 2 direkt weiterlaufen. Genau, wenn du einen Charakter von 1 auf 80 levelst und dabei die Story spielst, brauchst du für die Personal Story deutlich länger, als wenn du einen Charakter von 80 ziehst. Ja, nee, das ist schon klar. Wir reden vom Add-on dann. Ja gut, okay, dann ist das sind natürlich weniger, ist klar. Aber ich bin trotzdem bei 15 Stunden. Ja, aber das ist ja wiederum vergleichbar. Wir sind uns ja jetzt einig, so 6 mal 3 Stunden, ja, sagen wir mal 6 mal 2,5 Stunden nimmt so etwa die lebendige Welt ein. Ja, aber auch nur die Story von der lebendigen Welt. Also genau. Es kommt schon hin. Also es kommt schon hin von also wenn jetzt die Patches kommen bei Final Fantasy, dann hast du auch so, sag ich mal, je nachdem, wie viel Gewicht da drin ist, hast du vielleicht, sag ich auch mal, so 2 Stunden reine Lore. Weil du schaust halt viel mehr die ganzen Zwischensequenzen im Prinzip an. Das ist, also du spielst nicht aktiv wie bei uns. Bei GW2 bist du ja aktiv dabei und kriegst die Lore präsentiert während dem Gameplay. Hier in dem Fall ist es halt einfach so, du guckst die ganze Zeit einen Film an, mehr oder weniger. Das ist bei Final Fantasy halt so. Es ist weniger interaktiv. Du musst noch einen Dungeon meistens machen, aber das ist zum Beispiel bei uns, wenn wir die Karte durchmachen, aber dafür haben sie keine Karten. Also es ist schon ähnlich, also das ist schon ganz klar. Aber das Schöne an dem Addon ist halt einfach, das ist was komplett Neues. Deswegen kommen die Leute auch bei WoW immer wieder zurück. Da gibt's, oder die Leute gehen bei freuen sich gerade über Elsewhere, mit der neuen Wüstengegend, mit den Cardsheet, weil es einfach was Neues ist. Und das ist halt etwas, was schwierig mit der Living World einfach ist, weil auch viele Assets einfach wieder recycelt werden. Zum Beispiel, als ich persönlich, keine Ahnung, wenn wir jetzt eine Schneekarte wieder haben, dann sieht die aus wie Bitterfrosch mit einem kleinen Touch. Und ja, schön. Also, ich meine, wir wissen das doch selbst, als jetzt vor 2 Jahren Path of Fire angekündigt worden ist. Also ich habe einen offenen Mund saß ich vorne dran, als ich die ersten Bilder der Karte gesehen habe, dann die Mountain das ganze zeigt. Das war einfach so, wow, was komplett Neues, wow, komplett neues Artdesign, wow. Das war einfach geil. Sowas hast du eigentlich in der Living World einfach nicht. Und sowas catcht halt die Leute ganz anders. Man hat ja gesehen, wie hoch der Hype da war. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Wir haben ja schon immer darüber gesprochen, dass ein Add-on viel mehr hypt als eine lebendige Welt. Das Problem oder das, was halt ArenaNet jetzt hinbekommen muss, ist den Hype, den wir haben, wie auch immer, mit der lebendigen Welt rüberzubringen. Und das ginge zu einem gewissen Maße halt schon. Wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung allgemein vom Spielemarkt oder vor allen Dingen von RPG-lastigen Spielen angucken, dann geht ja die Tendenz immer mehr Richtung, na, also jetzt mal Games as a Service, mal so als Begriff ausgeklammert, aber so von dem Inhalt, wie er produziert wird, halt zu einer riesengroßen Open World, wo du unfassbar viele Quests machen musst, um dann die Geschichte in dieser Welt voranzutreiben und zu erkunden. Das wäre ja ein Konzept, was durchaus machbar wäre. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Karten größer werden, weil wir das ja mit Kurna hatten. Das war ja da auch Thema, dass die halt im Moment oder zu diesem Zeitpunkt daran rumexperimentiert haben, wie groß können die wirklich werden mit der Engine, die sie haben. Und vielleicht wäre das tatsächlich ein Konzept, was besser passen würde. Das haben wir ja auch bei Monster Hunter, was da jetzt kommt. Na, das ist ja quasi ein großes Paket, was da kommt, was die offene Welt thematisiert und mit Quests dann die Leute in der Arbeit hält. Das wäre etwas, was ich mir für Guild Wars 2 besser vorstellen könnte, als halt auf einmal mit horizontalem, vertikalem Progress anzufangen. Weil viele andere Möglichkeiten haben wir nicht. Die müssen sich an irgendetwas orientieren, was in anderen Spielen funktioniert derzeitig, um das dann halt auf Guild Wars 2 umzumünzen. Kurz Verständnisfrage in Final Fantasy. Neue Level, neue Ausrüstung, gehört das alles zu einem Add-on dazu? Ja. Ne? Gibt es eigentlich ein vergleichbares Spiel zu Guild Wars 2, welches quasi seit Release kein Max-Level und kein Gear erhöhen, kein nichts gehabt hat? Nein. Nee, da hast du doch auch das Level, was du dann danach hochlevelst. Du hast dann quasi auf deinem Standard-Level nochmal ein weiteres Level. Frag mich jetzt nicht, wie genau das so, ja, heißt. So, ja, dieses Paragon-System, ja, genau. Diablo so. Ja, okay, ja. Okay, hast du. Aber im Prinzip, ja, okay, da wärst du halt stärker und so in der Richtung. Aber du eskaliert auch alles mit. Das heißt, ich kann ja mit meinem Level 10 Charakter oder 12 oder was die da ist, kann ich elsewhere ohne Probleme spielen, weil alles skaliert ist. Ja, aber trotzdem ist es Level Grind, der da wieder als Grundlage mit drin steckt. Ich weiß ja, du grindest für das Spiel nicht, weil ja alles Level Sync ist. Du kannst die Quests machen und so weiter, aber da gibt es halt diese Voraussetzung, du musst den Level haben, damit du das machen kannst. Das ja, aber du hast die Karotte, das Level höher zu ziehen. Ich glaube,
Also ich damit, ja, da müsste man jetzt Spieler haben, die das halt wirklich richtig spielen. Ich spiele es nur sporadisch. Aber ich denke, das ist nicht, also da zählt es wirklich primär dazu, dass du halt einfach auch die Story und das ganze Zeug spielst in den Kapitel und da spielt es keine Rolle, was für ein Level du hast, weil das ist gesynkt, da ist auch, glaube ich, nichts gegatet. Ja, bei Raids und Dungeons könnte man schon, aber selbst da wärst du, glaube ich, auch die Stufe vom Dungeon und so weiter gemacht. Also was das angeht, du. Müssen wir checken. Okay, lass uns jetzt nicht als Blinde von Farben sprechen. Wir haben keine Ahnung, wie Teso. Ja, genau. Ich zumindest habe keine Ahnung, wie Teso. Aber ich denke, das kommt am ehesten vielleicht noch hin, auch weil es by to play ist. Womit beschäftige ich mich da? Da beschäftige ich mich tatsächlich deep mit der Geschichte über viele Quests und sowas, ne? Das wäre eigentlich das, in die Richtung, in die Karte gehen würde. Oder was motiviert mich in ESO in ein neues Gebiet zu gehen? Story, das ganze Zeug. Also Sorry, die Leute waren total, das ist ähnlich wie in Guild Wars 2, also so, die wollten halt, es gibt eine neue Storyline, die Drachen kamen durch L2er jetzt raus und die spielst du dann halt mit deinem Held und du gehst der ganzen Sache nach. Ja, mach doch einfach kurz und knapp meine Frage beantworten. Die haben ein neues Gegnersystem, also was dann halt mit Lore drüber gestülpt wird. Also quasi eine neue Endgegnerrasse mit den Drachen wieder reingebracht. Nein, also, die sind im Prinzip wie unsere World Bosses, also nur in leichter irgendwie. Das ist nichts weiter als ein Event. Trotzdem ist es halt erstmal ein neuer Gegner. Kriegst ein neues Gebiet, kriegst mit neuer Lore, kriegst mit den KG, die gibt's zwar schon die ganze Zeit, aber du kriegst halt einfach neue Story. Im Prinzip sowas wie eine Living World in groß. Okay, aber das scheint ja zu funktionieren. Das heißt, du hast eine riesengroße Karte, die du halt erkundest und darauf findest du die ganzen Quests rein und die Storys und die kleinen Dungeons. Hast du gerade Kadi zugehört, was sie gesagt hat, wie sie sich die Zukunft von Guild Wars 2 vorstellen? Ja, ähnlich mit einer riesigen Karte, kleinen und vielen Story-Aufgaben und Quests und sowas. Ja. Ja, das ist genauso in der Richtung dann halt. Aber okay. Das bieten sie halt als Vollpreis-Add-on an oder beziehungsweise für 50 Euro. 40? Also in Richtung, das Upgrade ist günstig hier. Und, das wäre zu groß für eine Episode. Ja gut, okay. Aber man kann sich zumindest an dem System orientieren, weil das ist ja tatsächlich was funktioniert. Richtig? Eine Möglichkeit, ja. Gut, dann haben wir doch einen gemeinsamen Konsens gefunden. Arena hat einen Tipp gegeben, wohin es mit den nächsten Episoden gehen könnte. Ihr habt nämlich noch einen ganzen Haufen Fragen hier gesammelt. Ich will ja nicht, dass irgendwer sagt, am Ende wir gehen unter. Das, was uns nämlich Eisdrache in Anführungszeichen vorgeworfen hat in seiner Frage. Warum seid ihr manchmal inkonsequent bezüglich Fragen, Kommentare von der Webseite für einen kommenden Podcast, obwohl ihr die Leute auffordert, Kommentare zu schreiben? Kathi, Good Cop oder Bad Cop? Ich mach den Bad Cop, ich muss ihn ja immer fragen. Also das hat halt einfach den Grund, manchmal laufen manche Dinge auch incident, also da wird dann nicht, ein Kandidat XYZ hat die und die Frage gestellt. Manche Sachen sind halt auch oftmals Kommentare und dann, also reine Kommentare oder Statements und das dann halt nochmal zu kommentieren und vorzulesen, das ist dann so ein Zirkelschluss, das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so, sondern es geht dann meistens auch darum, wo sind Fragen, was sind Kritikpunkte oder so. Wenn ihr dann untereinander diskutiert, dann lassen wir euch natürlich auch gewähren, das ist auch der Sinn und Sache, dass ihr euch untereinander da auch ein bisschen austauscht, aber wir können auch nicht, also wir haben ja manchmal auch Podcasts, wo dann irgendwie 15, 20 ellenlange Kommentare drunter sind. Ruka hat das zum Beispiel gemacht, der wurde dann angefragt und der hat dann unter dem Podcast auch argumentiert und das ist dann so ein bisschen Nachbereitung, aber man meiner Meinung nach muss auch nicht jeden einzelnen Kommentar besprechen, weil dann werden unsere Podcasts einfach auch exponentiell lang. Also dann macht euch vielleicht auch so ein bisschen Gedanken darüber, die Art und Weise, was ihr kommentiert und wie ihr dann da halt mit umgeht, also wie ihr darauf reagiert, ob ihr uns da auch so einen Cliffhanger gebt und solche Sachen. Weil wenn dann zum Beispiel, nur steht jetzt mal ganz salopp gesprochen, die WVW-Verlinkungen sind scheiße. So, dann, ja, dann ist das ein Statement, aber das ist dann, wird dann klar incident nochmal diskutiert, wenn wir das ansprechen, wie wir das halt vorhin getan haben, aber das wird dann nicht nochmal explizit benannt. So, das heißt nicht, dass das weniger wert ist, wir nehmen das wahr, aber es muss alles so ein bisschen im Kontext stehen und im Verhältnis. Gute Kopf, hört auf jeden Fall nicht auf zu kommentieren. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar von euch und freuen uns tatsächlich auch über jeden. Ich habe jetzt mal gerade den letzten Podcast aufgemacht und darunter gab es eine kleine Diskussion zum Thema DirectX12-Schnittstelle, was halt so überhaupt nichts mit uns und dem Podcast zu tun hatte. Dann jemand, der halt ein bisschen was zu dem WVW-Event kommentierte und drei Leute, die ja einfach nur kommentiert haben,
dass sie hier da sind, um ein Like abzugeben, damit ich Französisch singen muss. Und Flying Avocado hat uns kritisiert, dass wir Rick und Morty nicht kennen. Das ist ganz wichtig, das möchte ich hier nochmal aufgreifen. Ich kenne es übrigens immer noch nicht. Das möchte ich hier ganz kurz betonen. Eisdrache hatte auch gefragt, für wie wahrscheinlich wir es halten, dass die Halle der Monumente zurückkommt. Und das haben wir Incident auch. Genau, so ein kleines bisschen vorhin schon angesprochen. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, damit Eisdrache sich dann nicht übergangen fühlt. Es ist nicht unwahrscheinlich, Sky wünscht sie sich als unsere Basis. Ich glaube, ich meine, wir können sie ja jetzt theoretisch schon in GW2 betreten. Richtig viel Sinn ergeben würde es halt erst, wenn sie auch in Guild Wars 3 ankündigen. Da das nicht passiert, wird sie die ursprüngliche Funktion nicht mehr erfüllen, könnte aber eine neue Funktion erfüllen, so wie Sky das gerade genannt hatte. Im Chat selber gab es noch einen Haufen Fragen. Und zwar, Barges hat gefragt, wer macht eigentlich mehr im Guild News Team? Kati oder Sputti? Es hängt teilweise von den Wochen ab, wer von uns beiden mehr macht. Was meinst du? Ich? Ja, manchmal bin ich halt auch einfach arbeitstechnisch zu sehr eingebunden, ne? Also. Ja, manchmal gibt es halt so Wochen, wo du auch viel mehr zu tun hast mit dem Event-Team. Dann gibt es Wochen, wo ich mehr zu tun habe mit dem stumpfen Schreiben von einem neuen Lebendige Welt-Guide. Das variiert. Es gab bestimmt auch schon mal eine Woche, wo Jojo mehr gemacht hat als wir beide. Und es gab auch schon mal eine Woche, wo Julia vor allem in der Anfangszeit vom Raid-Event viel, viel mehr mit dem gesamten Guild News Team zu tun hatte als wir. Die ganze Organisation und lululö. Es läuft halt auch viel im Hintergrund, ne? Also nur weil da jetzt zum Beispiel 7-mal ein Artikel von mir steht, ne, es wird ja auch noch im Hintergrund gearbeitet und vorbereitet, ne? Das heißt, es ist dann nicht irgendwie ausschlaggebend, dass derjenige, der halt am meisten geschrieben hat, da muss man auch so ein bisschen gucken, was für eine Art von Artikel das ist. Ne? Oh, ja. Also so ein Blogpost ist halt um einiges schneller geschrieben, wenn da halt nicht sonderlich viel Recherche hinter ist. Wenn man dann noch viel mehr recherchieren muss, sieht das nochmal wieder ganz anders aus oder irgendwas aufbereitet. Ne? Jetzt mal Guides ausgeklammert. Ich glaube, das Problem erkennt sich von selbst. Ne? Ja, also genau, das variiert im Team. Es gab auch schon Patches, bei denen zum Beispiel Julia mehr gemacht hat als wir. Der Guide zu Jahai-Klippen war ganz, ganz viel Julia zum Beispiel. Dann hatte ich gerade noch Tessa, was geht auf der Gamescom? Fragte sie uns. Wir gehen auf jeden Fall auf der Gamescom. Wir alle drei. Richtig, Sky? Ja. Richtig, Sky? Jetzt ist Sky weg, oder? Ihr macht mir das Leben so schwierig, ihr beide, ne? Das gibt's ja gar nicht. Also, wir werden alle drei da sein. Ich habe auch schon im Eventkalender reingeschrieben, dass wir an dem Freitagabend wieder ein Community-Treffen Essen machen werden, wie letztes Jahr. Da kommt demnächst dann auch die Umfrage in unserem Discord dafür. Also kommt auf unseren Discord, Ausrufezeichen Discord, wer gerne einmal den Zugang haben möchte. Ach, guck. Na, das heißt, da wird dann in Kürze sowohl was für das Treffen im Juli kommen, als auch für das Treffen im August. Die genauen Daten könnt ihr euch schon im Eventkalender angucken und schon mal ein bisschen Save the Date betreiben, wenn ihr da Interesse dran habt. Also wir werden auf jeden Fall wieder da sein. Es ist nach wie vor so, ne, wir werden kein offizielles Treffen auf der Gamescom machen, weil, ne, das müssen wir wieder anmelden, nö, aber wir werden sicherlich über den Guild News, Twitter, Instagram mal wieder so posten. Wir sind gerade in der Indie-Halle, wo wir uns sehr gerne aufhalten, erfahrungsgemäß. Und oben genau. Bei den Retro-Spielen, da sind wir auch sehr gerne. Da ist das ist immer Chill-Out-Zone. Ruhiger und da gibt's Essen. Essen ist ganz, Essen ganz ist wichtig. Immer gut, ja. Ja, dann gab's vorhin noch den Wunsch nach Tengu. Tengu sind toll, alle lieben Tengus. Wir alle lieben Chill-Out Tengus. Ist doch für euch mit Pressekarte, oder? Nee, da Chill-Out ist... Das ist kein Chill-Out. es kommt drauf an, es gibt auch Phasen, wo da Chill-Out ist. Wenn du von Essen redest, dann sicher nicht da, wo der Krabbstand ist, oder? Du bist doch in der Business Area. Die Business Area ist tatsächlich teurer als der Krabbstand. Ja, das ist unverschämt, was die was da wollen. Da bezahlst Kaffee, du für so eine kleine Tasse Kaffee 3,50? Mehr. Die wollten doch letztes Jahr schon für ein Glas Wasser wollten die 4 Euro haben. Also das ist in der Business Zone echt unverschämt. Wir haben uns dann immer ins Café mit unserem eigenen Essen reingesetzt. Das tritt man hier bitte nicht im Stream breit, ja.
Classic Frage an Sputti, wie heißt das Waisenhaus in Götterfels? Scheiße, warte, ich hab's vergessen. Das Waisenhaus? Nein, das war doch gar nicht das Waisenhaus. Es ging doch um das, Ebon-Vorhut. Genau, das Vorhut-Krankenhaus. Nein, die Vorhut. Nee, Veteranenlager? Hospital. Vorhut-Hospital. Ja. Das Vorhut-Hospital. Man bezahlt in der Business Area, nur wenn man keine Termine Partner hat. Das ist auch richtig, ja. Da gibt's, wenn man Leute kennt, ist es wirklich ein bisschen einfacher. Da hat Phil nicht Unrecht. Ich habe keine Ahnung, wie das Waisenhaus heißt. Das Waisenhaus zur goldenen Gans. Was weiß ich denn? Ob ich mir sowas durchlesen würde. Zum fetten Kinde. Benz hatte noch eine Frage gestellt und oder hat so ein bisschen was gesagt. Wenn wir uns ein bisschen austauschen möchten, dann könnten wir nochmal auf unseren alten Artikel 5 Dinge, die ich an Guild Wars 2 ändern würde, eingehen. Meine 5 Punkte, die ich übrigens damals hatte, waren mehr Gruppenaufgaben in der offenen Welt, mehr Optimierung, härteres Durchgreifen gegen Bots und Flamer im PvP, das Allianzsystem im WVW und regelmäßiger Hardcore-Content. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der irgendwo dagegen argumentieren würde, dass wir das brauchen. Wenn ich jetzt im Nachhinein über diesen Artikel lese, ist das eigentlich ziemlich witzig. Weil, ja, hätte ich halt alles reinschreiben können, da hätte niemand wo was gegen gesagt, wenn ich nur die Überschriften lese. Manche Dinge ändern sich nie. Kein Mensch würde jemals sagen, nein, ich möchte kein härteres Durchgreifen bei Bots und Flamern. Ich finde das super, dass da Bots neben mir herlaufen und Leute mich beleidigen. Und also wie keiner sagen würde, oh nee, mehr Sachen in der offenen Welt, brauche ich nicht. Also gerade die Deutschen, wo das mit den Verlinkungen, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, wenn da halt Nazisprüche kommen, meldet das ohne Flachs, macht das. Da sind die hinterher. Weil das braucht niemand. Ja, auf jeden Fall. So eine rassistische Kacke oder national rassistische Kacke, so. Ja, und das ist übrigens das Waisenhaus vom Herz der Königin, falls ihr später hier das irgendwie auf iTunes hört und den Chat nicht lesen könnt oder sowas. Das Waisenhaus vom Herz der Königin. Klingt schon scheiße. Kein Wunder, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Gut, letzte Chance. Ihr habt jetzt noch bis 10 nach 3 Minuten, um gegebenenfalls Fragen zu stellen. Und wenn bis 10 nach keine Fragen gekommen sind, dann packe ich mir Sky und Kati unterm Arm und wir wandern einfach aus. Nach wohin? Offlinehausen. Die Warteschlange von Final Fantasy. Ich habe mich schon mal eingeloggt und mit 600 fing es an. Oh, ich habe mich da aber auch irgendwann mal eingeloggt, war irgendwie bei 120 und das ging super schnell. Ja, bei den höheren Zahlen nicht, aber das ist normal. Ich meine, das war vor 2 Jahren schlimmer. Da gab es Queues jenseits von Gut und Böse noch mit 10.000, 20.000. Boah. Durftest du dich dann wieder nach Hause kommen, hast dich eingeloggt und dann hast du erst mal eine Stunde lang andere Sachen gemacht. Wenn du drin warst, durfst du das Fenster nicht kleiner und nicht größer machen, weil wenn du rausgeflogen bist, dann durftest du alles wieder von vorne machen. Ich überlege gerade, welche Beta-Phase das war, wo ich mit drin war, wo ich auf Listenplatz 60.000 war, wo ich mir gedacht habe, so gut, ich koche dann mal Mittagessen. Burke sagt gerade, sowas passiert in Guild Wars 2 nicht, das stimmt nicht. Du hast zu Release anscheinend nicht gespielt oder zur Beta-Phase. Oder kurz nach dem Release von HOT, wo die Server zusammengebrochen sind, mehrfach unter dem Ansturm. Oh ja, der HOT-Release, der war super. Der ging einwandfrei. Und am Laufe des Tages haben sie so viel gepatcht, dass es irgendwie immer schlimmer wurde. Und zu guter Letzt, WVW, ewige Schlachtfelder nach irgendeiner großen Neuerung sind auch immer recht lange Warteschlangen. Ja, der Rücken. Was wird nächste Woche beim 300. Podcast gemacht? Fragt der liebe Rübenhüpfer. Der Rübenhüpfer, meine Fresse, Entschuldigung, Rübenrupfer. Der Grubenhüpfer. kleiner Hinweis, es ist ein Geheimnis, aber es wird Gewinnspiele geben. Es gibt immer was zu gewinnen bei Jubiläen. Denn wir haben am Dienstag Redaktionssitzung. Genau, und außerdem habe ich hier noch Sachen. Bisschen was knistert hier so. Ich muss mal so ein bisschen. Jetzt habe ich irgendwas runtergeschmissen. Auf jeden Fall habe ich Sachen. Und Sachen werden wir verlosen. Ich habe auch gehört, dass Instant Gaming. Hallo, Krankenwagen. Entschuldigung. Alles gut. Es wird nicht besser. Ich habe auch gehört, dass unsere tollen Partner von Instant Gaming zumindest schon mal Edelsteine bereitgestellt haben. Das heißt, auf mindestens einen 2000er Key könnt ihr euch freuen. Außerdem gab es ja in diesem Monat auch wieder theoretisch 3x400 Edelsteine, die wir noch nicht so rausgehauen haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall auch noch 400er Gamecodes. Es wird sich lohnen, einzuschalten. Es wird sich auch lohnen, falls ihr nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr nicht dabei sein könnt.
später den Mitschnitt zu schauen, denn auch über den Mitschnitt werden wir was verlosen. Also wenn ihr euch einen Termin groß im Kalender anstreicht, streicht euch auf jeden Fall nächste Woche den Podcast an. Ich weiß noch immer nicht, was am 300. Podcast passiert. Ich kann dir sagen, ich hab ein paar Pläne, aber es ist auch noch nicht zu 100% konkret. Und das eine Woche vorher. Wie immer, wenn ich was organisiere. War schon mal besser organisiert. Das stimmt nicht. Bei den anderen Jubiläen, also das stimmt nicht. 275 und 250 waren auch sehr spontan. Die einzigen, die ich jemals gut organisiert habe, waren die 100 und die 200. Und die 100 wirklich, weil es was ganz Besonderes war. Und die 200, weil Ramon mich 3 Wochen vorher gefragt hat, wann ist denn die 200? Und ich gesagt, scheiße, in 3 Wochen. Und der hat gesagt, super, ich habe ein paar Ideen. Und dann lief das halt, ne? Also 100 und 200 waren gut organisiert. Die 300 kriege ich auch hin. Oder kriegen wir auch hin. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Nächste Woche einschalten lohnt sich in jedem Fall. Vielleicht kriegen wir sogar eine schöne News von ArenaNet bis dahin, weiß man ja nie. Unwahrscheinlich. Ich glaube, die hätte ich schon Montag in Auftrag geben müssen. Was? Wenn ich eine für nächste Woche gewollt hätte. Nein, dass wir vielleicht wieder neue Infos über das Spiel bekommen. Über ach was so, was, ich dachte, du hast gesagt, wir kriegen eine News. Da dachte ich, was für unseren Podcast? Ja, wir kriegen eine News von Denne, also ich weiß nicht, was du denkst. Ich dachte, sie könnten eine News darüber schreiben, dass wir 300 verdammte Podcast-Ausgaben gemacht haben und das hochwürdigen und, weiß ich nicht, die goldene Guild Wars 2-Krone an uns überreichen oder so. Oder halt einen, weiß ich nicht, NPC in das Spiel bringen, der heißt Guild News. Das würde mir auch reichen. Oder Guild Pod oder keine Ahnung, irgendwas, was uns honert. Aber gut. Wir machen das ja hier nicht, weil wir Aufmerksamkeit von ArenaNet wollen, sondern hauptsächlich, weil wir euch informieren und unterhalten möchten. Da übrigens an dieser Stelle der kleine Hinweis, wir sind gerade bei exakt 99 Subscribern. Möchte jemand von mir einen besonderen Shoutout bekommen dafür, dass er unsere Nummer 100 wird? Kannst versuchen, vielleicht. Naja. Wenn nicht, eure Chance, Leute, eure Chance. Wenn nicht, der Hinweis zumindest, ich habe passend zu Dragon Bash das Icon gewechselt. Wir haben jetzt wieder den etwas beliebteren Party-Emote mit drin. Den lieben, oh Gott, wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Gordon, ja. Kürbis, einfach Kürbis auf genau. Deutsch. Den lassen wir dann drin bis zum Ende vom Fest der Vier Winde. Dann ist ja schon fast wieder Halloween. Dann kommt vielleicht heißt der in der nächsten Übersetzung ja dann kommt ja unser Geistquack an, wieder, den keiner kapiert. So wie der Kübert. Trubert. Gut, da keine Fragen mehr gekommen sind, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Feierabend. Das war der Guild News Podcast Nummer 299 in lockerer, lustiger Runde mit ein paar spannenden Themen, ein paar Diskussionen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, nächste Woche wieder einschalten, dranbleiben, wenn ihr noch Pivo beobachten möchtet. Und ja, ein Danke geht wie immer an euch zwei. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön fürs Mitmachen. Ja, war ein spartiger Podcast heute. Gut, dann. Obwohl, dass Alex keine Götter mag, aber hey, ist halt Atheist. Lissa. Stirb, Lissa. Nyan! Okay. Und deswegen will ich, dass so kommen für eine Episode. Sage jetzt nicht, dass ich Rage quitte, sondern muss ich das ja wirklich machen. Okay. Na, dann mach den Kobold. Macht's gut, bis nächste Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Also wir sehen uns. Wir sehen uns am Sonntag von 9 bis 21 Stunden später. Oh Gott. Gut. Also Sky ist am Sonntag dran. Wir sehen uns halb eher. Nee, Kathi ist auch am Sonntag dran, aber Sonntagabend. Das heißt, ihr schaut erst Sky am Sonntag und Sonntagabend ab 20.30 Uhr schaut ihr die neue Ausgabe von Members on Air mit Eglis und mit Kathi. Dann ist unsere... Genau. Liebe Fräulein K. wieder da. Montags gehen Mission. Dienstag gibt es erneut einen Doppelstream mit mir. Mittags und abends. Mittwochs wie immer PvP. Nächste Woche Donnerstag der 300. Podcast. Nächste Woche Freitag bin ich auch wieder da. Dann gibt es ein bisschen Nostalgie Freitag. Und ja, ich freue mich darauf. Hoffe, dass ihr zahlreich einschaltet, trotz der schönen Temperaturen. Und es macht mir wie immer sehr, sehr viel Spaß mit euch. Macht keinen Blödsinn. Denkt dran, dass ihr nur noch einen Tag bis zum Wochenende habt. Und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.